schwarz-gelb auch einmal nicht so rollt. Wir Fans, wir sind euch treu wie Gold. Ihr werdet sehen, dass keiner fehlt, weil wieder jede Stimme zählt. Schon vor dem ersten Tor singt unser Riesenchor. Dynamo, Dynamo, wir stehen zu unserer Mannschaft, ist doch klar. Wir sind der zwölfte Mann, auf uns kommt's heute an. Und alle singen mit und schreien, so drücken wir den Ball hinein. Ja, liebe Zuhörer, wir befinden uns genau am Ende eines dramatischen Spiels. So wurde der Ball von der Linie gegen unseren Strafraum gewinnt. Und dort steht eine Mauer von Verteidigern, die unsere Stürmer nicht vorbeilassen. Sie drängen an, sie schieben, sie nehmen alle Kraftreserven zusammen, um den Ball ins Tor hineinzubringen. Aber es gelingt ihnen nicht. Hier müssen die Fans auf den Rängen mithelfen. Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Es ist 19.53 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Pirna, hier ist das Tom-Pauls-Theater. Stimmung ist besser als der Tabellenstand. Ja, ja. Aber so viel gute Laune heute Abend können wir gebrauchen, denn es sind bewegte Zeiten rund um die Sportgemeinschaft. Hatten wir bei unserem letzten Podcast im Januar, um in der Theatersprache zu bleiben, noch eine heitere Komödie, sind wir jetzt inzwischen angekommen eher bei Drama oder vielleicht sogar Tragödie. Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Wir freuen uns über alle, die dabei sind, jetzt im Livestream oder im Podcast und natürlich über Sie und euch hier im Tom-Pauls-Theater, freuen uns auf eine spannende und interessante Diskussion. Aber das erste Wort gilt natürlich dem Gastgeber des Hauses. Wir freuen uns sehr, dass wir zu Gast sein dürfen bei Tom Pauls. Ja, ich freue mich auch. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Sie haben ja auch eine gewisse Bindung zum Verein aus der großen Stadt, zu Dynamo. Dynamo ist auch manchmal Theater. Wie sehen Sie denn gerade die Situation? Ernst, aber nicht hoffnungslos? Oder wie schätzen Sie es denn ein? Ich möchte mich darüber nicht äußern, weil ich eigentlich bin ja Leipziger. Und und aber lange vorher. Das war die Stimmung jetzt hier schon so. Nein, ich rede ja nicht vom Rasenballverein, sondern vom ersten FC Lokomotive Leipzig, der ja auch riesengroße Zeiten hatte in der Europameisterschaft und so weiter. Und ich weiß noch, als wir gegen Tottenham Hotspur spielten und Fortuna Düsseldorf im Ostzeiten, wir waren natürlich auch euphorisiert. Dann bin ich ja an der Schauspielschule gewesen, dann spielte das alles überhaupt keine Rolle mehr. Dann bin ich nach Dresden gekommen und dann gab es eine ältere Dame, die natürlich über alles Bescheid wusste und sie hat mich aufgeklärt, obwohl ich überhaupt, also Ilse Bähnert hieß die, auch die, und die war ja bei der Gründung, hat sie mir erklärt,
Ja, 1953 war die in der Schauburg dabei mit ihrem Herbert. Wie alt war sie denn da? Das Alter einer Dame ist ein Gerücht, welches die Frau durch ihr Aussehen jederzeit widerlegen kann. Ja, also, das würde die jetzt sagen, mein Mann, ne? Das ist klar. Aber wie gesagt, es sind schwierige Zeiten. Natürlich, als Dresdner fiebert man schon ein bisschen mit, aber das sind bei mir eher Wellen, sagen wir mal. Ne? Ebenso wie beim Dynamo. Dynamo ist ja sozusagen eine Paternoster-Mannschaft. Ne? Das ist ja immer, wenn es läuft, denkst du immer, oh, und dann macht es wieder oben, gibt es wieder. Aber mehr möchte ich nicht dazu sagen. Stichwort Gründung. Seit 2011 gibt es das Tom-Pauls-Theater, ja, genau. Wenn ich richtig informiert bin. Ne? Und es gibt Tragödien wahrscheinlich hier, Schauspiel, Lesung. Ja. Machen Sie uns mal ein bisschen Appetit, wenn Schwarz-Gelb live nicht hier ist, was man hier erleben kann. Ja, das ist ein Haus der heiteren Muse, würde ich meistens sagen. Aber wir haben auch ernsthafte Stücke. Wir haben Kammermusik, wir haben Operette, wir haben Drama auch. Aber natürlich mit einem möglichst, sagen wir mal, einem gut ausgehenden Ende. Es ist ein erbauliches Theater, wo man sagt, ich gehe anders raus, als ich hereingekommen bin, weil ich irgendwie doch noch irgendwas mitgenommen habe. Und ich finde, gerade Theater in der heutigen Zeit sollte doch durchaus was Entrücktes, eine andere Welt zeigen. Und deshalb, wir haben das ganze Jahr 2024 unter das Motto der Romantik, weil ja Caspar David Friedrich 250. Geburtstag feiert in diesem Jahr, die ganze Welt fiebert mit und ich bin ein alter Wanderfritze und habe meine Sammlung hier unten gezeigt, seit 27. Januar, das ganze Jahr. Wenn Sie die Bilder sehen und die Geschichten, die darum erzählt werden, ist das bestimmt auch für Sie ganz interessant, auch um auf andere Gedanken als Dynamo zu kommen. Aber Dynamo ist insofern das Stichwort. Rudolf-Harbig-Stadion fast immer ausverkauft. Nun habe ich mir sagen lassen, Ende April beginnt der Ticket-Vorverkauf fürs zweite Halbjahr. Genau. Gibt es denn auch eine Dauerkarte bei Tom Pauls? Nein, eine Dauerkarte gibt es nicht. Aber es gibt den neuen Spielplan und ab Anfang Mai kann man den nächsten 4 Monate erkaufen. Dann. Also unser Spielplan geht jetzt bis August und dann kommt September, Oktober, November, Dezember und eine ganz tolle Theaterzeit, insbesondere die Weihnachtszeit mit der Weihnachtsgans Auguste, mit Attention Please, das Weihnachtsprogramm und so weiter und so fort. Und auch Ilse Behner Stücke wird es geben und da können Sie sich gerne freuen. Und es gibt immer noch Karten, ja, auch am Anfang, aber dann so nach 4, 6 Wochen, dann wird es ein bisschen dünne. Aber den Leuten fällt natürlich auch immer erst ein, wir müssten doch mal eine Weihnachtsfeier mit unserem Kollektiv machen, wie das früher hieß. Ja, dann ist es zu spät. Also kaufen Sie ab Mai, ab Ende April, auch für Ihr Kollektiv. Was ich mir gemerkt habe, ist mit dem guten Ende. Deshalb sind wir nämlich heute hier. Wir wollen ja auch ein gutes Ende für den Verein, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Ja. Deshalb freuen wir uns sehr, hier zu sein. Und Tom, wir haben ja schon jetzt mitbekommen, Sie haben einen ganz guten Draht zur Ilse Behnert. Vielleicht können Sie der einen schönen Gruß sagen. Vielleicht hat die weise Frau, die bei der Gründung mit dabei war, nachher am Schluss unseres Talks vielleicht noch ein paar Minütchen Zeit. Wir könnten wirklich auf die Erfahrung einer erfahrenen Fußballkennerin Ich versuche, sie zu erreichen. Wir haben ist die noch wach? Jetzt guckt sie auf keinen Fall Tagesschau. Das sage ich erstmal. Aber Sachsenspiegel hat sie auf jeden Fall geguckt. Vielleicht könnte ich es noch mal losrütteln. Ja. Ich gehe gleich mal los. Das wäre super. Das wäre natürlich toll, ne? wenn sie käme, oder was? Wie gesagt, muss auch nicht lange sein, aber wir würden uns freuen. Und habt ihr Eierlikör da? Ein Eierlikör besorgen. Ja, gut, dann kann man es ja vielleicht. Genau. Okay. So. Danke an Tom Pauls. Dankeschön. No, und damit würde ich sagen, damit zu den Gästen unseres heutigen Abends hier in der Diskussionsrunde, oder? Gut. Genau. Er ist aktuell ein vielgefragter Mann, vielleicht sogar der meistgefragte, der Geschäftsführer Kommunikation und man möchte jetzt vielleicht hinzufügen Stichwort Krisenkommunikation. Wir freuen uns, dass er heute hier ist und sich den vermutlich nicht nur freundlichen, doch freundlich formulierten, aber doch ernsten Fragen stellt. Herzlich willkommen, David Fischer. Und
verstanden, wir haben geballte Aufstiegskompetenz. Aufstiegskompetenz Teil 1, er war Dynamos Kapitän gleich bei zwei Aufstiegen. 2002 ging es hoch in die Regionalliga, zwei Jahre später dann Zweitliga-Aufstieg mit der SGD, war später dann auch Manager in Cottbus und bei einem anderen Verein, der ist mir gerade entfallen. Wir freuen uns sehr. Schönen guten Abend, Steffen Heidrich. Weil wir reichlich Zuversicht gebrauchen können, haben wir Aufstiegskompetenz 2 auch an Bord. Er war 2011 dabei, hat der Relegation damals seinen Stempel aufgedrückt. Der ein oder andere wird sich erinnern an eine blanke Brust, die da, glaube ich, in Osnabrück jubelte. Ist jetzt Co-Trainer in Bischofswerda, Schibok, wahrscheinlich besser bekannt, träumt vom Pokalfinale gegen Dynamo und hat jetzt auch ein Derby vor der Brust, das kann er uns dann alles später selber erzählen. Herzlich willkommen, Robert Koch. Und er ist ein Kollege von uns, seit vielen Jahren ein journalistischer Begleiter des Vereins, hat viele Auf- und Abstiege der Sportgemeinschaft miterlebt, darüber berichtet, arbeitet für die Kollegen von MDR Sachsen, das Sachsenradio. Freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo, Ronny Maywald. Und ja, ich hatte es ja vorhin gerade angedeutet, wir werden heute sicherlich auch das eine oder andere kritische Thema ansprechen. Wir werden womöglich streiten und vielleicht auch unterschiedlicher Ansicht sein. Das gehört beim Fußball dazu wie Abseitsfalle oder eben auch Doppelsechs. Aber eins ist uns ganz wichtig, es gibt unterschiedliche Deutungen und Ansichten über vielleicht auch die aktuelle Situation, über so manche Entscheidung. Was für uns ganz in erster Linie steht, ist Fair Play, ein fairer Umgang miteinander auf dem Platz und heute hier auch im Saal. Was nicht zum Fußball und schon gar nicht zu Dynamo gehört, sind Hass, Bedrohung und feige Schreiben an Spieler oder Trainer. Wer so etwas tut, hat in unserer Mitte definitiv nichts zu tun und zu suchen. Der sieht von uns die rote Karte. Fußball ist Freude, ist manchmal natürlich auch Leid, ist Emotion, ist Leidenschaft, ist Gemeinschaft und Zusammenhalt. Es ist und bleibt aber, und da müssen wir uns alle klar werden, es ist und bleibt ein Spiel, was wir alle lieben, natürlich noch viel mehr, wenn Dynamo gewinnt. Es geht hier aber nicht um Leben und Tod, niemals. Und deshalb, und ganz besonders deshalb, an diesem Abend und auch in den nächsten Tagen gilt unsere Solidarität und unser Zuspruch Stefan Kutschke und seiner Familie. David, deshalb gleich zu Beginn die Frage, der Verein hat sich deutlich positioniert zu dem Drohbrief, den es am vergangenen Freitag gegeben hat. Nun gab es heute einen erneuten Drohbrief. Kannst du was dazu sagen? Wie geht der Verein damit um? Und ist das letztendlich auch eine Konsequenz, dass die Mannschaft diese Woche sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert, beziehungsweise dass das öffentliche Training sozusagen kurzfristig gestrichen wurde? Erstmal einen schönen guten Abend zusammen. Also ein Grund ist natürlich die Gesamtgemengelage von letzter Woche mit dem ersten Schreiben, dass wir gesagt haben, dass wir die Jungs erstmal so ein Stück weit schützen wollen. Da war das Schreiben bzw. die zwei Schreiben, die heute kamen, noch kein Thema, hat uns aber ehrlicherweise dann leider bestätigt in der Maßnahme, wie wir sie erstmal getroffen haben. Und das macht natürlich erstmal mit einem persönlich was. Heute hatte ich die große Ehre, diese Briefe auch aufzumachen, damit sie gar nicht erst irgendwie in die Kabine gelangen. Und schlussendlich haben wir ja als Verein nicht dem Spieler gegenüber, sondern dem Menschen Stefan Kutschke eine Verantwortung, seiner Familie, aber nicht nur ihnen, sondern auch der kompletten Mannschaft. Also das hat auch letzte Woche Freitag was mit der Mannschaft gemacht, das kann man nicht von der Hand weisen. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir irgendwie Argumente sammeln wollen, dass es am Sonntag nicht funktioniert hat, das mitnichten. Aber, und
man hat es so schön gehört von Jens, es ist nur Fußball an der Stelle. Natürlich unser liebstes Kind und für viele auch elementarer Lebensbestandteil. Aber es hat halt alles seine Grenze. Und hier ist nicht nur eine Grenze überschritten worden, losgelöst, wie ernst man das nehmen kann oder nicht. Wir haben dort erstmal die Sorgfaltspflicht ihm gegenüber, dem Verein und der Mannschaft, dass wir es sehr, sehr ernst nehmen, gerade mit diesen zwei Schreiben, die heute kamen. Seht mal bitte nach, dass ich jetzt zu dem Inhalt nicht weiter was sagen darf, in Abstimmung auch mit der Polizei. Gleichwohl haben wir die Sicherheitsmaßnahmen um die Mannschaft herum in Abstimmung auch mit der Polizei nochmal nach oben geschraubt, weil wir es einfach für notwendig erachten. Nicht, weil wir von Angst geprägt sind, sondern einfach aus der Motivation heraus, unseren Spielern und deren Familien einfach Sicherheit zu geben an der Stelle. Und bei allem, und wir können sehr gerne kritisch über viele Dinge sprechen, dafür sind wir auch da, dafür bin ich auch da. Wir laufen nicht vor den Dingen weg, auch wenn es mal schlecht läuft, aber es sollte halt alles auf einem gewissen Niveau passieren und das Niveau haben wir bei Weitem jetzt unterschritten. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt die Briefe der Polizei übergeben, habt Anzeige erstattet. Es verbietet sich natürlich aktuell irgendwie zu spekulieren, wer der Urheber dieser Schreiben ist, aber gibt es schon erste Erkenntnisse der Polizei? Selbst wenn sie gäbe, könnte ich und dürfte ich sie hier nicht transportieren an der Stelle. Ich kann nur so viel mitgeben, dass wir natürlich da sehr intensiv auch mit den Kollegen der Polizei im Austausch sind, auch die Familie Kutschke unterm Strich, was das angeht, weil vordergründig natürlich erstmal er bzw. auch seine Familie dort im Vordergrund stehen. Und alles Weitere versuchen wir dann nach vorne zu treiben, um dort wieder ein Gefühl der Sicherheit einfach herzustellen. Robert, du kennst Stefan sehr, sehr gut. Das ist eine Sache, die man nicht einfach so wegsteckt wie eine vergebene Chance, gerade wenn es dann noch um Bedrohung der Familie geht. Ja, genau. Man hat es selber schon mal erlebt, also ich habe es beim Club mal erlebt, wo wir das Derby gegen Fürth verloren haben, wo dann auch Vermummte vor dem Stadion standen und so weiter. Das hat es in Dynamos Vergangenheit auch schon öfter gegeben. Aber David hat es gesagt, da sind Grenzen überschritten worden. Deswegen ein absolutes No-Go. Man kann immer nur appellieren, dass man untereinander, also die Fans untereinander, sich dort vielleicht auch auf einer gewissen Art und Weise miteinander sprechen und dem Ganzen irgendwie vielleicht auch das so hinkriegen, dass einer sich da wieder stellt der ganzen Geschichte. Weil dieses Thema Gemeinschaft, wir alle zusammen, dem Verein und so, sollten da schon, das sollte schon an oberster Stelle stehen. Und das hat es zumindest in letzter Vergangenheit dann immer mal wieder gegeben, dass man da untereinander sich dann auch wieder hilft und zu Lösungen kommt. Steffen, wie sehr, David hat es angedeutet, kann das eine Mannschaft beschäftigen oder beschäftigt das eine Mannschaft und dann womöglicherweise auch von dem, was ihr eigentlich da ist, Fußball spielen, auch ablenken und jetzt im negativen Fall ablenken? Ja, ich denke mal, logischerweise geht es natürlich alles durch den Kopf, auch bei den Spielern, und am Ende ist es so, dass man sich natürlich dann auch zusammenrauft, auch in der Kabine, und dann sagt, komm, jetzt müssen wir trotzdem Fußball spielen und möglichst hinter sich lassen, alles in der Kabine lassen, auch diese Drohungen. Aber klar, nimmt man das immer irgendwie mal mit. Aber ich denke mal, wenn man auf dem Platz ist, will man gewinnen. Und es ist aber schlimm genug, dass es überhaupt sowas gibt. Und es wurde ja schon in der Runde hier gesagt, gibt keine zwei Meinungen, dass man dagegen vorgehen muss. Und hoffentlich am besten wäre, wenn man denjenigen auch finden würde, was natürlich schwer wird. Aber vielleicht gibt es auch Hinweise und kennt jemand irgendjemand, und das wäre wirklich das Beste, dass man das hier aufklärt, damit wieder Ruhe einzieht. Ronny, nun ist das ja keine Entwicklung, die sich etwa angedeutet hat, und trotzdem hat man so das Gefühl, dass sich in sozialen Netzwerken so unter dem Mantel der Anonymität gerade eben Schmähung, auch Hass immer weiter verbreitet. Wie nimmst du das wahr, der eben doch auch schon lange dabei ist? Das ist ja auch kein neues Thema. Ne? Das beschäftigt und begleitet ja leider schon auch fast Generationen von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Nicht nur Fußballer oder Sportler, wie auch immer. Ich selbst bin kein Teil, also kann ich ja mal von mir sagen, ich bin nirgendwo in sozialen Netzwerken unterwegs. Das hat vielleicht auch ein paar Vorteile, wenn man da nie immer alles liest oder lesen muss. Aber man bekommt natürlich Dinge mit, gerade auch was Stefan jetzt betraf, glaube ich, ging es mit den Anfeindungen ja auch schon vor ein paar Wochen so ein bisschen Social Media-like in bestimmte Richtungen. Und also ich persönlich, das ist mal meine private Meinung, ich, auch was den Stefan jetzt als solches betrifft,
Ich verstehe auch, ich sehe keinen Ansatz, auch wenn man es mal auf den Sport nur mal runterbricht jetzt. Also was hat der Junge sich zu Schulden kommen lassen? Das ist jetzt nur mal das, was mich auch jetzt schon, weil ihr das mit dem Social Media angesprochen hattet vor Wochen, es ging mir schon durch den Kopf, was hat der Junge was falsch gemacht? Also das ist der Kapitän für mich, das ist der Leader dieser Mannschaft, das sehe ich auf dem Platz, das ist der, der die meisten Tore gemacht hat. Den habe ich am Sonntag gesehen, der hat sich dort reingeknallt vorne und hinten. Ich weiß, das ist nicht der Lionel Messi des Dresdner Fußballs, rein was das Technische betrifft, das weiß der Stefan auch, aber keine Ahnung. Also da hört es bei mir, da ist bei mir schon ein Zick im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das einfach nicht greifen. Und wenn jemand irgendwo mit irgendjemand auf der Sachebene, ja, und irgendwo gibt es ja für alles eine Gürtellinie im Leben, ein Problem hat, dann kann er ja, was weiß ich, auf den Stefan auch zugehen zum Beispiel. Ne? Also wenn man jetzt mit diesen Kommentaren oder so, kann sagen, hey, irgendwas passt mir nicht an dir oder so, keine Ahnung, oder sich damit vielleicht auseinandersetzen. Dann hat aber der andere auch eine Chance, dass man Auge in Auge sich mal irgendwie, ja, von mir aus auch mal reiben kann, aber eben nie diese feige Anonymität, die ja einfach mal scheiße ist. Sorry. Und was das andere Thema betrifft, diese Drohbriefe jetzt, ich glaube, das hat uns alle moralisch wahnsinnig beschäftigt, also mich auf jeden Fall am Freitag auch ganz dolle, und habe versucht, Gedanken auch an die Familie Kutschke irgendwie einfach so zur Unterstützung zu schicken. War mir sicher, dass die Fans im Stadion da auch entsprechend ein Zeichen setzen. Das ist passiert. Das ist, glaube ich, das, was die Gemeinschaft in so einem Moment für die Familie Kutschke tun kann. Und ansonsten kann ich nur hoffen, dass hier aber möglichst schnell Zugriff erfolgt durch die entsprechenden Organe, hieß es früher. Sieht's aus. Also am besten baldmöglichst Adresse Hammerweg und dann dort eine Weile. Wir kommen jetzt mal zum Sportlichen, denn das Sportliche nagt natürlich an uns, und wir haben gesagt, wir werden heute sicherlich ein bisschen diskutieren, auch kritisch diskutieren, und fragen uns natürlich alle, was ist los mit Dynamo Dresden? Ja, war die SGD in der Hinrunde? Ja, sexy, siegreich und auf Aufstiegskurs, brüllt jetzt in der Rückrunde das Navigationssystem immer wieder: Bitte wenden, Sie sind vom Aufstiegskurs abgekommen. Steffen, warum ist Dynamo aktuell nur Drittliga-Durchschnitt? Ja, ich habe fast jedes Spiel auch gesehen. Wenn man jetzt mal die erste Halbserie sieht, wie sie, ich sag mal, locker und leicht dort den Ballbesitzfußball, den sie gespielt haben, auch erfolgreich gespielt haben. Die Tore sind trotz vieler Chancen, wo man schon gesagt hat, wir haben zu viele Chancen vergeben, sind trotzdem relativ locker gefallen. Es war alles spielerisch. Und ich denke mal, vielleicht war dort, oder ist für mich dort der Ansatz, wo man sagt, Mensch, danach ging die ersten Spiele durch, die man verloren hatte. Ich glaube, Regensburg zu Hause, wo ich gesagt habe, das ist so typisch Zweitligaspiel schon. Der Gegner hat natürlich Dynamo beobachtet. Man ist zu leicht ausrechenbar, das war ja auch schon ein Thema, auch beim Trainer mal, dass man dann gesagt hat, ja, wir haben ja gut gespielt, wir haben nur die Chancen nicht genutzt. Und das war ja ganz oft so, dass man dort gerade, was im Strafraum anbetrifft, was auch mein Metier war, diesen absoluten Biss vielleicht auch ein bisschen vermissen lassen hat, zu dieser Zeit schon, obwohl man schon Erfolg hatte. Ja, und denke ich mal, vielleicht wurde es etwas auf die leichte Schulter genommen. Wie gesagt, das sind ja Versuche jetzt, Ansätze zu finden, an was es liegen kann, weil es war ja sonst alles positiv, immer wieder die Zuschauer, 30.000 im Stadion, es hat Spaß gemacht. Man hat auch eine gute Vorbereitung gemacht in Türkei, hat auch alles funktioniert, also ich wüsste zumindest nicht, was schiefgelaufen ist oder wo mal was gehakt hat. Ich bin nicht jeden Tag bei der Mannschaft, deswegen ist es klar, ist das immer so ein Thema, wenn man jeden Tag auch sieht, wie sie trainieren und. Da kann man ja vieles dann auch einschätzen, wo was vielleicht haken könnte. Aber das ist für mich so der ausschlaggebende Punkt. Dann kam das Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Man hat schon gemerkt, das war für mich so ein Spiel, wo absoluter Zug zum Tor da war. Das war für mich das erste Mal so, wo ich sage, Mensch, Wahnsinn, wie die dort gebombt haben. Dom Cimoschi von 20 Metern geschossen. Das hat ja nur so geknallt. Und dann spielt man halt nur 2-2. Aus dem Nichts machen die ihre Tore. Das ist für mich so typisch. Die Situation hat man auch selbst schon erlebt, wo man dann sagt, oh, jetzt müssen wir uns wieder ganz, ganz hart erarbeiten, die Siege. Das, trotz vieler Chancen, der Gegner weiß gar nicht, wie er vor das gegnerische Tor kommt, macht 2 Tore, ja, und man spielt nur unentschieden, hätte das Spiel ganz klar gewinnen müssen. Und es gibt nur einen Weg, aus dieser Situation rauszukommen, nach meiner Meinung. Man muss sich ganz eng aufstellen. Ich sage mal immer,
wie so ein Wabennetz oder Spinnennetz. Man muss Anliegerpositionen, man muss ranholen, man muss sich ansprechen. Man muss auch Trainer, die Spieler dementsprechend raussuchen, die dort absolut Gehör finden. Also Nachbarpositionen, man sagt, den Vordermann, komm mal noch einen Meter ran, mach die Räume eng, dass man möglichst hinten das zu Null wieder hinbekommt, weil das schafft man ja auch momentan nicht. Weil ich denke, es geht nur über diese Schiene. Mit Hurra-Fußball und nach vorn, aus meiner Erfahrung, wird man nicht aus diesem Dilemma rauskommen. Und ja, noch haben wir, sage ich einfach mal, wir noch alle Chancen, aber es ist schon der Trend in der Rückrunde, ist schon, ich sage es einfach mal so vorsichtig, also beängstigend. Und das kann man ja auch nicht wegwischen von den Ergebnissen her. Ne? Man ist reine Rückrundentabelle Vorletzter, nur ein Punkt. Ich weiß nicht, was geworden wäre, wäre das in der ersten Halbserie passiert, im Dezember mit einem Punkt, wie man da reagiert hätte. Aber da müssen natürlich auch oder können nur die Verantwortlichen, die tagtäglich auch bei der Mannschaft sind, dort das einschätzen, alles auf den Tisch bringen. Montag war ja ein Gespräch, wie ich gehört habe, und dementsprechend eben auch bewerten die Situation. Gehen wir nochmal einen halben Schritt zurück, David, in die Rückrunde rein. Essen könnte womöglich so ein Knackpunktspiel gewesen sein. Wenn du jetzt zurückschaust auf diese 11, 12 Spiele in diesem Jahr, gibt es da so ein Knackpunktspiel oder war am Ende nicht der Punkt, dass man hätte nach dem Essen-Spiel auch sagen können, ja, das läuft. Das nächste Spiel lief dann wieder so ähnlich, das nächste lief so ähnlich. Die Heimspiele waren immer diese Chancenspiele und auswärts wurden dann, so sage ich mal, 2, 3 Mentalitätsspiele verloren. Ingolstadt war da so ein erster Vorbote, dann kam Aue, dann kam Halle. Wie hast du das wahrgenommen? Weil jetzt steht ja die Frage, die auch, sind wir ehrlich, immer wieder an uns herangetragen wird, hat Dynamo zu lange zu positiv das Ganze begleitet? Und Steffen sagt ja zu Recht, diese Bilanz in der Hinrunde, da wären die Fragen schon viel eher, viel kritischer gewesen. Naja, also ich glaube, man muss es so ein Stück weit differenziert betrachten. Ich glaube, alle diejenigen, die dieses Jahr unsere Spiele gesehen haben, beginnend mit dem Spiel gegen Sandhausen, wo du eigentlich danach stehst und fragst eigentlich, warum du verloren hast. Das ist das, was Steffen auch gesagt hat. Wir haben sehr dominant gespielt und gefühlt wurde jeder individuelle Fehler, den wir gemacht haben, bestraft. Das macht natürlich dann trotzdem auch was mit der Mannschaft. Da geht so ein Stück weit die Leichtigkeit verloren. Bei den Heimspielen haben wir wirklich extrem gepusht und gerade auch das Spiel gegen Essen war, glaube ich, für alle Beteiligte. Also geile Mannschaft, geile Stimmung. Also wir leben ja schlussendlich ja auch von der Unterstützung unserer Anhänger. Und dann kommst du natürlich, wie ich sage, ins Zweifeln, aber es geht halt nicht mehr so locker und leicht an der Stelle. Und das versuchen wir natürlich wieder zu erarbeiten, weil jetzt auch nicht alles schlecht war. Natürlich jetzt die Ergebnisse logischerweise, die Spiele Sonntag, war auch kein gutes Spiel. Fakt ist, wir haben es die Saison natürlich schon gezeigt, auch unter Markus Anfang, mit dem Mann und mit dem Fußball, wo alle doch sehr angezündet wurden, beziehungsweise auch begeistert wurden, dass es funktionieren kann. Und wenn man natürlich die Argumentation hat, das System des Trainers wurde gelesen, dann hätte man es auch in der Vorrunde schon lesen können. Also ich glaube, das ist manchmal, und das ist gar nicht böse gemeint, für viele, die natürlich so eine Bewertung vornehmen, erstmal, muss ein Trainer bleiben, muss er gehen. So einfach ist es nicht, das kann ich ehrlicherweise sagen, nicht nur jetzt in der Situation, sondern auch von den vorhergehenden Stationen. Zum einen ist es immer ein Puzzleteil in einem Gesamtgefüge. Und wenn du eine Entscheidung triffst, hier theoretisch dieses Puzzleteil zu entfernen, muss dir klar sein, dass natürlich das eine Folgewirkung hat. Es gibt ab und an Beispiele, wo das einen kurzen Sondereffekt haben kann. Aber es gibt genug Beispiele, auch in unserer eigenen Historie, wo wir gegebenenfalls viel zu früh den Trainer getauscht haben. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, Mensch, jetzt habt ihr aber 10 Punkte verspielt, seid nur noch auf Platz 4. Ja, das sind die nackten Zahlen. Das können wir nicht von der Hand weisen. Sei es die Tore nach Standards, sei es die Verwertung von Großchancen. Gibt aber ganz viele Zahlen, wenn man einfach mal darauf das ganz nüchtern betrachtet, da sind wir an der Spitze. Fakt ist, und daran werden wir gemessen, am sportlichen Erfolg an den Punkten. Und das haben wir heute auch nochmal, trotz aller Nebengeräusche, um es mal vorsichtig zu formulieren, was jetzt mit Stefan ist und den vermeintlichen Drohbriefen, auch der Mannschaft einmal mitgegeben. Wir alle haben uns vor einem Jahr, vor 2 Jahren ganz klar für eine Reise entschieden. Und die Reise soll am Ende dort sein, das nennt sich zweite Bundesliga. Daran werden wir alle gemessen. Das ist nicht eine einzelne Person, sondern das ist das Trainerteam, Mannschaft. Und
haben dort nochmal ganz klar auch zu verstehen gegeben, dass wir daran glauben. Und wenn wir uns jetzt komplett in Frage stellen, glaube ich, kann das eher nur das Gegenteil bewirken. Plus, und man muss ja immer wieder auch mal nach links und nach rechts schauen, jetzt kann man sagen, Friedhelm Funkel, so ein Feuerwehrmann in Kaiserslautern, der reißt jetzt alles. Ja, er ist im DFB-Pokalfinale, ist ganz toll. Ist aber blöd, wenn Kaiserslautern absteigt beispielsweise. Also deswegen haben wir uns auch einfach auch mit verschiedensten Ansprechpartnern, sei es in der Mannschaft, um das Team herum, das ist gefestigt und wir wollen dort Sicherheit geben. Und gemeinsam wollen wir am Sonntag in Freiburg um 19.30 Uhr, eine sehr bescheidene Anstoßzeit, den Bock umstoßen, weil wir einfach an uns glauben, an unsere Mannschaft glauben, weil wir an die Qualität glauben und sind da zuversichtlich. Nur ist ja genau das, was die Mannschaft, was der Trainer vor allen Dingen jetzt schon seit Wochen sagt und ehrlicherweise vor Saarbrücken war dieser Glaube, glaube ich, nochmal auch echt verbreitet gewesen und dann war das Spiel gegen Saarbrücken ja ein Stück weit auch desillusionierend, vor allen Dingen auch die letzten 20 Minuten, wo, denke ich, viele auch eine gewisse Verunsicherung gespürt haben, wo die Spieler halt eben genau dieses Feuer nicht mehr entfachen konnten. Sicher alles verständlich und ich würde, du hast die nackten Zahlen angesprochen, hinzufügen, was halt auffällt, immer der Gegner, dem gelingt es, aus wenigen Chancen gegen Dynamo viele Tore zu machen. Wenn ich das gegen Saarbrücken richtig gezählt habe, waren die ersten drei Chancen auch drin. Und das wiederholt sich ja nun auch. Ne? Also von daher, wo soll jetzt der Glaube herkommen, auch in der Mannschaft? Ich meine, wir alle müssen vielleicht gar nicht dran glauben. Es würde ja reichen, wenn die Mannschaft dran glaubt. Aber wie will man denn die Spieler überzeugen? Wenn wir jetzt mal kurz das Spiel auf Saarbrücken nehmen, also wir killen uns ja ehrlicherweise selber mit zwei individuellen Fehlern. Das erzählt ja Markus Anfang ja, regelmäßig. Ne? Ich habe mal gelernt von einem Fußballtrainer, mit dem ich zusammenarbeiten durfte in meiner Offenbacher Zeit, Fußball ist ein Fehlerspiel. Und der hat aber auch den wunderbaren Spruch gebracht, Chancendenker. Jetzt können wir natürlich, und das ist auch absolut berechtigt bei den Zahlen, was wir jetzt punktetechnisch geholt haben, dass da eine große Tristesse, Frust auch herrscht, mal losgelöst, jetzt was auch diese Drohbriefe angeht. Enttäuschung ist absolut nachvollziehbar. Jedoch ist bei so einer Entscheidung, ein Trainer theoretisch den Laufpass zu geben, trotzdem muss man die Gesamtheit abwägen. Wir haben ein großes Vertrauen innerhalb des Trainerteams, das Gefüge Mannschaft-Trainer funktioniert. Und die letzten 20 Minuten gegen Saarbrücken, ja, das war nicht mehr überzeugend. Wir hatten eine Phase nach dem 1-3, wo die Chance kommt zum 2-3. Ich glaube, dort brennt der Baum und dann drehen wir das Spiel. Aber es ist Vergangenheit, wir können es nicht mehr ändern. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu handeln und die Dinge trotzdem weiter besser zu machen. Ich verstehe den Hintergrund der Frage, Mensch, woraus wollen wir eigentlich den Glaube ziehen, dass wir die Kiste jetzt am Sonntag treffen. Wir haben weiterhin den Glauben, Vertrauen den Jungs an der Stelle, dass sie, auch wenn sie jetzt nicht die größten Torjäger sind, trotzdem haben wir es in der Vorrunde gezeigt, da hatten wir eine Großzahl von Chancen, haben uns auch wieder gesagt, warum trifft man die Kiste nicht, aber dort haben wir zwei, drei Dinger in der Regel immer über die Linie gedrückt und diese Zuversicht und auch dieses Vertrauen in die Jungs haben wir weiterhin und das Vertrauen gilt dann auch für Markus Anfang. Montag wollen wir dann sicherlich später auch nochmal kurz sprechen, warum ihr die Entscheidung wie ihr sie gefällt habt, das wissen wir jetzt. Aber ich will auch nochmal zurück, ganz kurz auf den Sonntag, Robert. Der Trainer schien so, oder so wirkte es, jetzt zu versuchen, uns zu zeigen, ich kann auch anders, ich habe auch Plan B. Hat es dann versucht mit einer Dreierkette, mit einem Doppelsturm, aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja auch in die Hose gegangen. Also ich sehe es ähnlich, dass die zweite Halbzeit dann erschreckend war, vor allem die letzte halbe Stunde, wo es kein Aufbäumen mehr so richtig gab, was man halt nie kannte. Meine Meinung ist, dass ein Kopfproblem aktuell in der Mannschaft herrscht. Komplett verkopft. Ja, wenn er selber, wenn man Spieler war, man hat seine gewisse Qualität und wenn ich aber ein gutes Gefühl habe über vergangene Spiele, was auch immer, kann ich mein Leistungsoptimum erreichen. Das haben wahrscheinlich viele Spieler in der Vorrunde auch getan. Neuer Verein, neues Umfeld, es lief. Und wenn es läuft, dann ist es immer einfacher. Aber das ist ein allgemeines Thema, sage ich, aktuell auch in der Gesellschaft, vielleicht zu schnell zufrieden zu sein. Gerade was Spieler jüngerer Generation betrifft. Also ich rede da, sage ich jetzt mal, unter 25. Das gleiche habe ich in Bischofswerda, wo ich sage, die Spieler zwei, drei Spiele gewinnen, dann wird das vierte, fünfte, sechste Spiel, ach, das wird schon laufen. Und diese Tendenz war bei Dynamo zu erkennen, dass es ja positiv war. Ich glaube, im Trainingslager wurde Kaiserslautern geschlagen. Ich glaube, Magdeburg
ja, als Zweitligisten. Das heißt, diese Welle wurde mitgetragen und dann ist man im harten Alltag der dritten Liga bei angekommen. Und das gleiche Thema, viele Chancen, bessere Mannschaft als der Gegner, aber am Ende haben wir die Spiele verloren. Das heißt, du sagst ja dann irgendwo auch vielleicht, naja, aber nächstes Mal wird es schon besser, es wird schon besser und wir sind ja gut und es wird schon besser. Aber das Problem ist, dass es aktuell nicht besser wird. Das heißt, man müsste, oder meine Meinung ist, dass man dort den Hebel ansetzen muss, dass die Jungs die Qualität haben, haben sie gezeigt. Aber trotzdem hat Dynamo immer noch eine relativ junge Mannschaft. Also ich sehe Stefan, Haube und jetzt Arslan, die so 7, 28 und Stefan ein bisschen älter sind. Ein Stückchen älter. Aber der Rest ist also im 23er Bereich. Das heißt, die sind von ihrem Top-Level, wie man so sagt, so Mitte der 20er, noch ein Stück entfernt, müssen dazulernen und haben halt jetzt den positiven Druck trotzdem in Dresden, was weiß ich aber, wenn ich meinen Vertrag unterschreibe bei Dynamo, und mit der klaren Zielstellung des Vereins, ich muss aufsteigen. Diesen Druck muss ich halt gewappnet sein. Und da habe ich aktuell das Gefühl, dass es da bei einigen nicht das Thema ist. Plus eventuell, ja, Trainer hin oder her, dass im Offensivbereich meiner Meinung nach zu viel gewechselt wird, zu viel getauscht. Viel. Wir haben ja manchmal das Gefühl, zu wenig. Naja, ich meine aber von der Startaufstellung. Okay, ja. Also da sage ich schon, also Stefan ist halt ein Fixpunkt vorne, aber über außen, ob Zimmerschied, Borkowski, Lemmer, Cueto, jeder hat da immer einen gewissen Anteil gekriegt. Und bei uns war es da, also ich weiß es halt aus eigener Erfahrung, bei Ralf Lohse damals war es so, er hat halt auf seinen engeren Kreis, das hat Heid schon mal gesagt, einen engeren Kreis vielleicht nehmen, jetzt nie 25-Mann-Kader, sondern die 17, 18, die es jetzt, die mir zuhören als Trainer, und die diesen Weg jetzt bedingungslos gehen. Und auch da sage ich, habe ich das Gefühl, da gibt es jetzt einige Spieler schon, die mit dem Kopf woanders sind, und die sollen es jetzt richten. Ja, funktioniert aber irgendwie nicht. Bleiben wir mal beim Toreschießen. Das scheint ja der Mannschaft so extrem schwer zu fallen im Jahr 2024. Nehmen wir mal das Lübeck-Spiel außen vor. Wir haben ja jemanden, der sich mal früher ausgekannt hat mit dem Toreschießen, sogar zwei. Aber Cory, du hast ja auch die ein oder andere Bude gemacht. Kannst du dir das erklären, warum das gar nicht mehr funktioniert? Warum die gefühlt 215 Torchancen brauchen? Ja, Kopfthema halt. Also ich sag's immer wieder. Na klar, die Qualität haben sie, bringen sie mit. Man macht sich ja selber auch Gedanken, man spricht, man überlegt, wie es wäre selber, wenn man Trainer ist, wie war es als Spieler, einfache Sachen zu machen. Also einfache Sachen im Training, zu sagen, okay, der Ball muss einfach in dieses Viereck da rein. Nicht zu verkomplizieren vielleicht, was auch immer, was man machen kann. Also es gibt schon ein paar Ansätze, man sagt, die Stürmer, die sollen jetzt mal alle zusammen mit Ulf Kirsten was essen gehen oder mit Ulf Kirsten was trinken gehen. Also wir haben jemanden im Verein, der weiß, wo das Tor steht. Na, und solche Sachen, oder ich helfe da auch mit, wo ich sage, ich komme auch mal zum Training und mache ein Torschussprogramm mit den Jungs. Gar kein Problem. Da ist es jetzt auch wieder auf das Spiel gesehen, am Ende wurscht, ob ich mit zwei oder mit drei Stürmern spiele. Also Chancen sind da, wir machen sie aktuell nicht. Aber auch das hat Steffen heute schon gesagt, gibt es auch ein Sprichwort, Spiele werden in der Offensive entschieden und Meisterschaften in der Defensive. Und da ist auch, glaube ich, ein großer Ansatz bei Dynamo, vor allen Dingen in der Rückrunde, dass wir halt auch nie die Null halten. Also ich sage, selbst bei allem Respekt gegenüber VfB Lübeck, aber auch gegen die bekommen wir zwei Gegentore. Ja, und da ist auch ein Ansatz. Steffen, du hast vorhin das schon mal angedeutet, gegen Regensburg in der Hinrunde, ne, wo es eine Niederlage gab. Da hat sich die Mannschaft ja aber selbst daraus befreit. Er hat dann dieses Unterhaching-Spiel gehabt, glaube ich, wo sie in Unterzahl das gedreht haben. Gewinnt das letzte Spiel vor Weihnachten in Bielefeld, spielen dann das Trainingslager. Wir wissen alle, Testspiele, darauf darf man nichts geben. Und trotzdem, sage ich, hat die Mannschaft gegen zwei Zweitligisten sehr, sehr gut ausgesehen. Hat 10 Punkte Vorsprung. Du hast angedeutet, dass du das Gefühl hattest, dass, oder auch Cory sagt es gerade, dass da vielleicht sich mancher schon zu sicher war. Aber wie bitteschön, ich sage gar nicht, dass die Mannschaft nicht mehr auf dem Boden war, aber soll man da keine Zuversicht ausstrahlen? Und wie demütig soll man denn da noch sein mit der Ausgangsposition? Und da rede ich noch nicht mal davon, dass Arslan zurückkam. Oder war das dann vielleicht sogar der Fehler, dass dann alle dachten, jetzt geht es noch einfacher? Ja, das sind die ganzen Punkte, wie du gerade angesprochen hast, ne? Die, also was wir haben es herausgearbeitet. Es ist eindeutig, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist und die Ergebnisse stimmen nicht, ist es eine Kopffrage, und vor dem Tor ist es einfach so, dann trifft man halt dreimal den Pfosten statt Innenpfosten und rein. Und man kann sich das nur erarbeiten, indem man im Training, ich sag mal, ich bin einen Meter vor dem Tor ins leere Tor, habe ich das Ding reingetroschen oder wie auch immer. Also das muss jeder individuell für sich entscheiden, wie er es macht. Und
Punkt war Arslan, zurückgeholt, große Rückholaktion. Ja, auch da, also wie jeder weiß, auch ein paar Tore in der zweiten Liga gemacht, insgesamt 84, ich glaube in 6 Spieljahren. Ich will damit bloß sagen, man muss sich in jedem Training in diese Richtung entwickeln und muss immer arbeiten. Und wichtig ist vor allem, dass dann, also mir ging es zumindest so, ein absolutes Vertrauen vom Trainer da ist. Jetzt ist gerade bei Arslan erst zurückgekommen. Das ist eine Entscheidung, die jeder getroffen hat oder im Trainerteam getroffen wurde. Ja, also ich persönlich hätte ihn von Anfang an gar nicht in Frage gestellt. Er war ja nicht in Frage gestellt, aber hat im ersten Spiel nicht gespielt, erst reingekommen. Ich weiß nicht, was bei ihm dann passiert ist. Aktuell, auch bei ihm ist es ja so, dass das irgendwie sich auch angesteckt hat bei der Mannschaft, dass er auch nicht trifft. Gerade am Wochenende hat er natürlich, jeder wollte, das hat man ja gesehen, man kann den Spielern auf keinen Fall, was Einsatz anbetrifft, irgendwas absprechen. Er hat gedeckelt ohne Ende, das sei viel zu viel für ihn schon, als ein Spieler wie er ist. Er soll ja, sag mal, auch die Tore machen und das Filigrane mit vorantreiben. Also es sind so viele kleine Punkte, die dann vielleicht, ja, dieses wie soll ich sagen, das Gefühl aufkommen, jetzt machen wir die Fehler und hinten vor allem dann immer die 2, 3 Fehler oder wenn du bis einen Fehler gemacht hast, gleich ein Gegentor passiert. Das hat man ja dann auch oft gehabt und das macht natürlich nicht sicher. Und wie gesagt, für mich gibt es dann nur einen Weg, man muss sich erst wieder so aufstellen, dass jeder erstmal gegen den Ball arbeitet und aus diesem Prozess dann im Team gemeinsam dort wieder rauskommt. Und vorm Tor sage ich immer wieder, wie hat Hans Meyer gesagt, wenn du mit der Nase oder mit dem Knie oder das Tor, scheißegal am Ende, wie er reingeht, das Tor machen und das müssen sich alle arbeiten, egal wer auf dem Platz steht. Ja, wir haben über Arslan jetzt schon geredet, Ronny. Im Winter hat man sich sogar den Luxus geleistet, den besten Scorer, den bis dahin besten Scorer der dritten Liga von Ferl gleich weiter zu verleihen, Richtung Schweiz, Richtung Zürich. Das werden wir jetzt auch nicht mehr klären können. Ob er jetzt funktioniert hätte dann hier in Dresden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Du weißt, wir haben ja auch im Winter da mal drüber gesprochen. Ich war jetzt ganz ehrlich, das ist auch nur mein persönlich nicht so überzeugt von der Rückholaktion. Das kann man sagen, weil, wir hatten beim Dortmund-Spiel dann gesprochen. Da kann ich mich vorher schon, also nicht wegen Abo als solches, sondern naja, hat dann trotzdem in der zweiten Liga ein halbes Jahr nicht gespielt, nicht wirklich. Vielleicht ein bisschen da auch physisch ein Stück weit noch Rückstand gehabt, deswegen dann auch letztlich vielleicht das Zaudern, was Steffen jetzt ansprach, spielt er gleich von Anfang an, nachdem er zurückkommt. Nur wenn du ihn zurückholst und das ist dein Heilsbringer in Anführungsstrichen, der dir noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit mehr absichern soll, damit das auch durchgeht mit dem Aufstieg, dann muss er auch spielen, denke ich. Oder du holst ihn vielleicht nicht, keine Ahnung. Also ich hätte, aber das ist für mich schon ein Thema seit Sommer 22, weil ich finde, wenn ich jetzt von den vielen Dingen, die da irgendwo viele kleine Dinge, die mit reinspielen, warum Dynamo Dresden jetzt diesen Verlauf aktuell in dieser Saison genommen hat. Aber eine Sache ist für mich trotzdem, die steht ganz oben, wenn ich jetzt eine rauspicken müsste. Das ist für den Aufwand, der betrieben wird auf dem Platz. Also sowohl was das Fußballerische betrifft, was das Erarbeiten der Chancen betrifft insgesamt, kommt zu wenig und das fand ich war auch in der Hinrunde schon in Teilen der Fall und es war für mich auch in der letzten Saison der Fall, zu wenig an Torerfolg raus. So, und ich glaube, das hat Dynamo Dresden letzte Saison schon den Aufstieg gekostet und da wäre es vielleicht auf Meppen oder sowas gar nicht drauf angekommen. Da fallen mir Spiele, Viktoria, hier schon wieder ansprichst. Köln ein, zu Hause, Bayreuth fällt mir da ein. Diese Spiele, die jetzt angesprochen wurden, Regensburg zu Hause in dieser Saison, Sandhausen, Dortmund 2, unter normalen Umständen, nicht böse gemeint, was den Gegner betrifft, fahren die mit einer Packung nach Hause, ja, was da an Chancen jeweils rumlag. Das sind alles solche Dinge und wenn dann das, was du dir eigentlich auf dem Platz erarbeitest und trotzdem, und da reden wir vielleicht doch über das letzte Quäntchen Qualität im Abschluss, nicht beim Stefan, der macht seine 10, 15 Buden, genauso wie zu erwarten pro Saison, aber noch so einen Knipser hätte ich mir da schon gewünscht irgendwo. Aber schon spätestens im Sommer 23. Und an der Stelle hat der Markus Anfang, das würde ich mal zugute halten, im Sommer 23 auch nochmal einen Finger gehoben. Wobei, na, Ronny, ja, an Knipsern vor der Saison hat es ja nicht gemangelt. Ne? Tom Zimmerschied, glaube ich, 10 Tore letztes Jahr für Halle, Robin Meissner 12 für Viktoria Köln. Viel bessere Stürmer kriegst du ja als Drittligist nicht und viel mehr brauchst du ja auch nicht, weil 5 Top-Torjäger in einer Mannschaft sind ja wahrscheinlich auch 2,5 zu viel.
ich weiß jetzt nicht, ob das alles Top-Torjäger sind. Das sind eher, weiß nicht, Mittelfeldspieler oder Außenbahnspieler oder Offensivspieler. Die Torgefahr vorher bewiesen. Die das schon unter Beweis gestellt haben, ja. Aber vielleicht auch in anderen Zusammenhängen. Also da finde ich es immer schwer, Quervergleiche zu ziehen. Genauso wie Arslan hat 25 Tore gemacht in der Saison davor. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann in der nächsten Saison... Ich glaube nicht, dass sie so naiv waren und gesagt haben, der ist wiederholt. Aber sie haben sicherlich mit einer Quote gerechnet, die ein bisschen höher liegt als die aktuelle. So. Kann alles sein, aber Tatsache ist ja hier im Aufstiegskampf und dann kommen die Nerven mit rein, dann kommt der Kopf mit rein. Kopf ist am Ende auch ein Stück weit, gerade vorne im Abschluss. Ja, auch Qualität ganz am Ende des Tages. Wir reden hier über Nuancen. Aber das ist dann halt so das kleine bisschen. Und für mich waren so ein paar Alarmsignale. Die Spiele im Herbst, Regensburg, na gut, da kann man auch mal 0-0 spielen, wenn man vorne keinen reinkriegt und den hinten verteidigen. Aber immer wenn Dynamo Dresden in Rückstand geraten ist, und das war ja in der Hinrunde schon so, jetzt auch in dieser Saison, wissen wir, wie die Spiele ausgegangen sind. Und ja, also zumindest... habe ich auch, ganz ehrlich, habe den Kader nicht so, wie er immer gemacht wurde, Überflieger gut, ganz so habe ich es auch nie gesehen. Also vor Saisonbeginn Top 3, Top 4 vielleicht, aber mit diesem kleinen bisschen vorne etwas mehr Knipserqualität hätte ich mir schon gewünscht. Jetzt gehen wir mal auf den Montag. Ich will nochmal auf den Montag zu sprechen kommen, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich, David. Und das ist ja auch die Frage, die, glaube ich, auch alle interessiert, warum man am Montag gesagt hat, nicht Anfang und Ende, sondern wir machen weiter. Man könnte jetzt sagen Anfang und kein Ende, aber es geht ja auf jeden Fall weiter mit Markus Anfang. Manch einer fragt sich, warum gelten die Gesetze des Fußballs in Dresden nicht? Warum habt ihr gesagt, nein, wir halten an dem Trainer fest, wir sind weiter von Markus Anfang überzeugt? Beginnen wir vielleicht erstmal bei der Diskussion, die gerade eben geführt wurde, was das Thema Ahmet Arslan angeht, sei es die Kaderzusammenstellung. Ich glaube, wir haben eine Truppe, die in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt hat, dass sie die Kiste treffen kann. Bei Ammo ist sicherlich einfach der Fall, der hat sich selber sehr, sehr viel Druck gemacht. Wir alle hatten eine gewisse Erwartungshaltung nach der letzten Saison, wo er einfach wirklich überperformt hat mit 25 Toren, das muss man natürlich sagen. Aber hat sich Ammo selber, und das hat er in einem Interview immer gesagt, ja, gib mir die Bälle, ich mache die Dinger schon rein. Also selber Druck aufgeladen. Und wir alle wissen, wenn der Erste nicht reingeht, dann wird der Druck nicht unbedingt weniger, sondern du machst dir mehr Druck. Und deswegen es sind aber alle gefordert, Tore zu schießen. Das sind nicht immer nur die Offensivspieler, sondern es darf jeder den Ball ins Eckige treten. Egal, ob es ein Meter davor ist oder von 30 Metern, er darf gerne draufgehauen werden. Und wir haben ja auch gesehen, dass wenn man so einen Ball abgefälscht wird, kann er auch ins Tor gehen. Also nur ich muss mich halt trauen an der Stelle. Jetzt grundsätzlich zum Montag. Es ist natürlich immer wieder überraschend, wie so transportiert wird, wenn wir irgendwie zusammensitzen, wie die Journalie das direkt wieder weiß. Also das ist schon ein Highlight. Aber da würde ich mich mal selbst hinterfragen, warum das so ist, wie es ist. Der Kommentar war auch nicht in Richtung der Journalie gemeint, ehrlicherweise, sondern eher in unsere eigenen Reihen. Natürlich haben wir debattiert und jetzt hast du die Gesetze des Fußballs angesprochen. Ich glaube, dass man sich nicht immer treiben lassen sollte von den Gesetzen des Fußballs, sondern die Dinge ganz nüchtern betrachten, das ein oder andere Gespräch führen sollte, wie das Gesamtgefüge ist, wie alles wahrgenommen wird und dann abwägen an der Stelle. Und wir haben letztes Jahr himmelhoch jauchzend und da kamen die Rufe, ihr müsst jetzt direkt mit Markus anfangen, am besten die nächsten 5 Jahre verlängern. Und jetzt soll auf einmal alles schlecht sein. Natürlich ist das Thema der Ergebnisse, können wir nicht wegdiskutieren, das ist klar. Und auch der Sonntag war jetzt keine überzeugende Leistung. Gerade die letzten 20 Minuten waren die Beine schwer. Man kann aber sagen, die Laufmeter haben auf jeden Fall gepasst. Da haben wir sogar noch mehr abgespult als in der Vorrunde, jetzt in der Rückrunde. Deswegen haben wir es im Gesamten betrachtet und haben dort einfach dann auch die Entscheidung getroffen, zu sagen, Markus, dort das Vertrauen zu schenken, der Mannschaft das Vertrauen zu schenken. Und gleichwohl sind wir alle gemeinsam in der Bütt. Also es ist nicht ein Einzelner, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet, sondern wir alle gemeinsam. Und da nehmen wir uns nicht aus, sei es als Vereinsspitze, sondern wir wollen dort die Sicherheit, das Vertrauen schenken, dass wir am Sonntag Erfolg haben. Aber du hast es vorhin ja schon durchblicken lassen, hast ein paar Beispiele genannt, wo es momentan nicht funktioniert mit dem Trainerwechsel. Ist damit momentan Kontinuität, könnte man böse fragen, euch wichtiger als Erfolg? Es gibt ja
Böse Frage. Also grundsätzlich, ich glaube, die erfolgreichsten Vereine, die man, egal in welcher Liga, da ist Kontinuität das Entscheidende. Wir alle haben in Dresden, ich glaube, viele von uns, die hier in der Runde sitzen, ganz, ganz viele Trainer schon erlebt. Und das Ergebnis ist schlussendlich, dass wir heute noch in der dritten Liga sind. Jetzt könnte man die Frage stellen, was wäre eigentlich gewesen, hätte man damals an Uwe Neuhaus festgehalten, hat man den vielleicht zu früh entlassen? Also, definitiv. Das sind alles Dinge, natürlich kann ich das, die Dinge von unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. Wir haben uns dafür entschieden, dem Trainerteam und der Mannschaft den Rücken da zu stärken, dort Vertrauen zu schenken und hoffen, dass dieses Vertrauen dann einfach auch zurückgezahlt wird. Ja, wir müssen mit den einfachen Dingen beginnen, wenn es wie gesagt von einem Meter aufs Tor schießen ist. Fakt ist, wir alle sind gefordert, wir müssen uns das Spielglück, wie man immer wieder mal so schön sagt, hart erarbeiten. Dafür nehmen wir die Mannschaft ein Stück weit in Schutz, sie so ein bisschen auch von der jetzt mal Öffentlichkeit abzukapseln, dass der klare Fokus auf dem Spiel am Sonntag dann herrscht. Steffen, du bist Spieler gewesen, warst auch als Manager aktiv. Wie geht man mit so einer Situation um? Es ist ja Tatsache, auch die Fans in Dresden sind ja hin und her gerissen. Es gibt nicht wenige, die sagen, nein, weitermachen mit Markus Anfang, notfalls noch ein Jahr dritte Liga, ein Stück weit Kontinuität bewahren, aber vor allen Dingen auch, weil die Mannschaft ja keinen schlechten Fußball spielt. Das Verkopfte muss weg und dann geht das alles wieder. Andere sagen, hey, wir wollen aufsteigen. Wir sind das zweitschlechteste Team der Rückrunde. Wie muss man handeln? Ist es immer noch so, wenn der Trainer die Kabine hinter sich hat, wie es jetzt so neudeutsch heißt, dass man dann weiterarbeiten sollte mit ihm? Oder muss man alles auf diese Karte setzen, den sportlichen Erfolg eben zu holen, weil ein Stück weit ja vielleicht auch Geld dran hängt und wir uns ja auch im Leistungssport befinden? Ja, der Wunsch ist bei allen Vereinen da, Herr Fischer gesagt, Kontinuität. Ne? Ich sage mal wieder, Clemens Fritz, auch ein guter Freund, Werder Bremen, hat es auch viele, viele Jahre gemacht, oder Christian Streich. Das ist ein Wunsch. Und kann auch Christoph Franke sagen, um einfach ein lokales Beispiel zu wählen. Nein, der Wunsch ist da und er hat es ja genau richtig rübergebracht. Man muss wirklich alles auf den Tisch bringen und alles bewerten und nicht irgendwie Harakiri und schnell handeln. Das ist aber gar kein Thema. Umgedreht von außen betrachtet kann man die Fans logischerweise auch verstehen, weil absolut die Situation da ist, wie wir es eben schon ja diskutiert haben, die Rückrunde mit der Punktausbeute, die kann man nicht wegwischen, die ist da. Und umgedreht müssen wir wirklich den Verantwortlichen jetzt irgendwo auch vertrauen, weil sie müssen es bewerten, weil die jeden Tag bei der Mannschaft sind und das bewerten sollten. Und das ist die Wahrheit. Aber wenn eben im Fußball etwas festgefahren ist, ist es festgefahren. Und das muss man wirklich abwägen, was dann, kommt man wirklich gemeinsam raus oder nicht. Aber das sind viele kleine Faktoren, die man, wie gesagt, abwägen muss. Ne? Dann ist natürlich ein Punkt für mich ganz wichtig, vielleicht wird das auch unterschätzt, Sportdirektor. Kommen wir heute auch noch dazu. Also, ja, aber das ist ja am Ende auch ein ganz wichtiger Punkt. Kommen wir gleich dazu, okay, aber nur so viel, das war ja auch meine Aufgabe, in solchen Situationen umso wichtiger, weil man natürlich auch den Trainer unterstützen müsste und dementsprechend auch mit einzelnen Gespräche führt, mit der Mannschaft. Inwieweit das gemacht wird, wird vielleicht auch gemacht, gehe ich mal davon aus. Aber trotzdem, ein Mann, der wirklich auch dementsprechend irgendwo in der Bundesliga gespielt hat, natürlich da auch strategisch dementsprechend agieren muss für den Verein, mittel- und langfristig, das ist ja auch ein Ziel für einen Sportdirektor oder ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das sollte man nicht überhastet, macht man ja auch nicht, aber zügig agieren, wenn man da ein richtiges Gefühl hat für irgendjemanden, sollte man dann auch handeln. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Steffen steht ja so ein bisschen fürs Team Kontinuität als Spieler mit Christoph Franke, den wir jetzt gerade schon erwähnt haben, über 4 Jahre der dienstälteste Trainer damals in der Nachwendezeit bei der Sportgemeinschaft. Cory, du weißt, dass es auch anders geht. Wir haben vorhin gerade hinter den Kulissen schon drüber gesprochen, 2011 wurde damals noch ein Trainerwechsel, ähnlicher Zeitpunkt, auch im April vollzogen. Matthias Mauch musste gehen. Ralf Lohse, wir haben uns alle erstmal gefragt, Ralf wer, kam auf einmal, ich weiß nicht, wie es euch ging, und hat euch aber dann in die Relegation geführt. Und der Ausgang ist bekannt, du bist zum Chefkoch geworden. Also das ist damals gut ausgegangen. Ja genau, gleicher Zeitpunkt, also jetzt damals waren es noch 5 Spiele, das heißt, ein Spiel wäre jetzt noch für diese Saison, um es mal böse zu formulieren. Ne? Vielleicht ist ja...
Nee, Spaß beiseite. Ja, es kann so, so oder so funktionieren. Da müssen, wie gesagt, die Verantwortlichen müssen dort den Hebel in Bewegung setzen oder halt auch nicht. Bei uns hat es damals funktioniert. Wir hatten eine qualitativ sehr gute Mannschaft, aber keiner hat so richtig dran geglaubt. Das war auch das Erste, was Ralf Lohse damals in der Kabine gefragt hat, wer noch an diesen Aufstieg glaubt, und keiner hat sich gemeldet. Und dann hat er mit seiner positiven Art einfach wieder Stimmung in die Mannschaft gebracht, Spaß reingebracht. Wir haben uns alle gefragt, Ralf, wer? Da stimme ich dir zu. Und ja, es hat am Ende aber dann funktioniert. Genau, und du hast in der Relegation dann gegen Osnabrück, ne? Das war so dein erstes großes Karriere-Highlight, oder? Wenn wir da nochmal kurz zurückblicken, oder? Oder war schon der Durchbruch dann in die erste Mannschaft? War das schon so dieser... Ja, kommt drauf an. Also es ist eines der bedeutendsten Spiele, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Klar, also das Rückspiel in Osnabrück wird da immer mit ein Thema sein. Aber grundsätzlich war einfach die Vertragsunterschrift bei Dynamo Dresden und dann dieser Schritt für Schritt, Step by Step in die erste Profimannschaft, das war genauso für mich ein sehr gutes Gefühl. Das war in der 119. Minute, oder? Du warst einer der fittesten Spieler und das hat ja wahrscheinlich in dem Moment geholfen. Richtig, das hat Ralf konnte gar nicht bis 120 Minuten. Genau, das hat Ralf Lohse auch immer gesagt, warum ich die Tore mache, weil ich in der 115. oder weiß ich auch in der 90. Minute eben noch wieder mit nach vorne sprinte und versuche dort die Dinger zu machen. War eine Stärke von mir, kann man so sagen. Und deswegen. Schon im Hinspiel auch getroffen. Also war ja wichtig. Ja, David, vor 4 Wochen hat der Aufsichtsrat sich öffentlich zum Trainer bekannt, zu Markus Anfang, hat davon gesprochen, dass man eben langfristig mit ihm arbeiten möchte. Und das Stichwort, was jetzt immer wieder genannt wird, liegen unabhängig. Hat das bei der Entscheidung am Montag ein Stück weit auch eine Rolle gespielt, dass man ja Markus Anfang gar nicht entlassen konnte nach dem Statement des Aufsichtsrates? Also mal losgelöst von dem Statement geht es immer um Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit erstmal gegenüber der Öffentlichkeit, wobei man natürlich immer im Fußball sagen kann, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern heute. Auch das sind ja wunderbare Fußballfloskeln, die man heutzutage oder nicht nur heutzutage pflegt. Aber es geht natürlich auch um Glaubwürdigkeit nach innen an der Stelle, was wir ein Stück weit transportieren müssen. Und dann trotzdem ganz nüchtern eine Analyse und eine Bewertung, wie die Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Und auf Basis dessen wurde am Montag dann auch die Entscheidung getroffen, was das angeht. Und gleichwohl ist es natürlich immer so, wenn man so eine Funktion einnimmt, wie ich sie begleiten darf an der Stelle, dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Das bringt aber natürlich nicht immer nur Befürworter, logischerweise. Ich kann mir vorstellen, hier sitzt der ein oder die andere gegebenenfalls, was hat der Blödmann eigentlich da am Montag kommuniziert. Damit muss ich oder müssen wir ehrlicherweise leben, weil wir natürlich Entscheidungen treffen müssen und aber auch wollen. Dafür haben wir uns ja bewusst entschieden. Und natürlich das nicht einfach leichtfertig zu tun, sondern das einfach auch mit einer gebotenen Zeit, weil der eine oder andere vermutlich schon gedacht hat, ja, am Sonntagabend kommt eine Pressemitteilung und dann tschüss. So sind wir nicht. So ist nicht mein persönliches Gusto, aber so sollten wir auch als Verein nicht agieren, überstürzt, sondern die Dinge immer wieder bewerten. Aber Steffen, was ich mich frage bei der ganzen Geschichte, die wir jetzt hier auch diskutieren, und der Boulevard und die Journalia schreibt ja jetzt auch, wie kann das gut gehen mit einem Trainer, der jetzt so öffentlich angezählt ist? Das, es ist natürlich, wenn es einmal öffentlich oder im Raum steht, ist es natürlich, macht es nicht einfacher. Im Gegenteil, natürlich schwieriger. Aber wie gesagt, Herr Fischer sagte das, wie das dementsprechend so bewertet. Und dann sollte man denjenigen auch vertrauen jetzt. Und insgesamt als Gemeinschaft, Sportgemeinde sind wir ja, da vorangehen, und es gibt keinen anderen Weg, es ist die Entscheidung so gefallen, aktuell, und Markus Anfang wird kämpfen, da bin ich überzeugt, auch da, er hat auch viel, sicherlich viel Erfahrung, Situation ist, wie sie ist, und da können wir uns jetzt hier im Kreis drehen, auf dem Platz muss es sowieso entschieden werden, und aber natürlich mit der richtigen Vorgabe, ne? Mit der richtigen Vorgabe, wie man es angeht, aber das wird ja auch besprochen worden sein, wird der Trainer auch das mal rübergebracht haben, da bin ich überzeugt davon, oder muss er ja rüberbringen mal, dass alle davon überzeugt sind. Und wenn Sie sagen, das ist so, dann hoffen wir mal auf 3 Punkte am Wochenende. Hoffen wir alle. Was passiert, wenn es nicht klappt? Also, wir gehen voller Zuversicht in den Sonntag, dass es 3 Punkte gibt. Mit aller Überzeugung auch an der Stelle,
dafür arbeiten alle sehr, sehr hart an, was das angeht. Und was macht uns denn Hoffnung, dass jetzt ausgerechnet am Sonntag die Wende gelingt und die Siegesserie gestartet werden kann? Dass es im Fußball schon wirklich die verrücktesten Sachen immer wieder gegeben hat, dass, wenn ich mal auf 2011 kurz da zurückgreifen darf, Corrie, die Jungs hatten, glaube ich, schon, weiß nicht, waren es 4 Punkte, 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz zu dem Zeitpunkt, wo dann der Trainer noch gewechselt wurde, also jetzt mal unabhängig vom Trainerwechsel, aber zum sehr späten Zeitpunkt der Saison. Und es war ein Schneckenrennen damals, kann ich mich erinnern, aus allen, die da konkurrierten. Und am Ende hat Dynamo ja den 3. Platz gezogen. So, erstmal ist der 3. Platz ja nach wie vor absolut realistisch. Also geht es jetzt nur noch um Relegation? Nicht zwangsläufig, also keine Ahnung. Du spielst noch in Regensburg. Jetzt müssen wir mal unterstellen, alle wollen das noch erreichen. 5 Punkte Rückstand. Ich weiß, alle wollen das erreichen. So, jetzt sind es noch 6 Spiele. Ja, was gibt's denn jetzt? Irgendein Zaudern? Der Verein hat jetzt so entschieden. Am Sonntagabend hat mir auch emotional komplett die Fantasie gefehlt, wie das mit Markus Anfang weitergeht. Aber heute ist Mittwoch. Jetzt haben die so Fantasie entschieden. Ist zurück. Naja, ich meine, das ist... Das ist... Das ist der Sport. Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt unterwegs stehen bleiben oder irgendwas? In der Kabine, alle miteinander, alle im Verein, die können ja jetzt nur eins machen. So, sehen wir zu, wie wir die Kuh jetzt hier noch vom Eis kriegen. Wie kriegen wir die Köpfe erstmal irgendwie halbwegs klar? Wie kriegen wir die Murmel ins Eckige? Und natürlich, dass sie hinten nie reinfliegt. So. Und natürlich ist das rechnerisch noch nie vorbei. So. Und das ist, weil du mich auf Hoffnung angesprochen hast. Ja? Rein emotional vom Sonntag, könnte ich sagen, gut, kannst du nach Hause gehen, klar, logisch, wenn du das jetzt als Gefühl mitnimmst. Ja? Gib mir mal 3 Punkte, wo du sagst... Habe ich ja gerade gesagt, dass wirklich alles noch passieren ist, dass es rechnerisch möglich ist, dass du zum Beispiel, wenn du in Regensburg das Spiel gewinnst auch, natürlich jetzt am Sonntag erstmal, das nächste auch, dann sind es nur noch 3 Punkte erstmal zwischen Regensburg. Na was, ist doch, die Corrie und Co. mussten auch die Spiele damals alle gewinnen. Ich glaube, die haben noch ein Unentschieden damals drin gehabt und den Rest gewonnen. Ich denke mal, in der 3. Liga mit der Mannschaft... Jetzt mal brauchen wir uns auch nicht kleiner machen. Die Mannschaft hat eine gewisse Qualität, ist meine Meinung. Und da kann man auch jeden schlagen. Jetzt ist die Frage, wie, und die Kurve müssen sie kriegen als Mannschaft oder als gesamtes Team. Und Dynamo braucht es von niemandem zu verstecken. Und in der ersten Halbzeit vielleicht mal ein bisschen zu weit oben, mit zu viele Punkte geholt. Aber Ich gucke Richtung Relegation, weil er ist ja der Relegationsexperte. Das können wir momentan diskutieren. Für mich noch ein Punkt, vielleicht dürfen das die Spieler jetzt nicht hören, aber ich bin ja auch immer ein Zahlenmensch gewesen, aber Finanznummer, wir wollen jetzt nicht über den Aufstieg reden, die extremen Unterschiede vom Fernsehgeld, das ist schon deswegen so wichtig. Prämie. Umgedreht habe ich gelesen, das sieht ja mehr als gut aus, dass das Festkalkon wieder voll. Ja, das durfte man gar nicht so groß kommunizieren, sage ich. Weil dann wären ja auch immer die Spieler dann teurer, aber es ist ja in der Tat so. Das ist ja schön, dass das so ist. Es war zu unserer Zeit, vielleicht kommen wir dann dazu, da wurde ja fast immer gepfändet, da sind wir vom Relegationsrückspiel bei in Berlin, weiß ich noch, in Kienbaum mit Christoph Franke. War der Schlagbaum unten, ne? Wir wollten zum Spiel fahren, muss man überlegen, 12.000 Dynamo im Stadion, ist die Schranke unten geblieben. Ich denke, wo bin ich jetzt? Wir mussten zum Spiel. Da war ein Sponsor mit und da hat erstmal einen Scheck hingelegt, das Hotel bezahlt. Waren wir einmal davor, vor 3-4 Wochen. Wurde gar nicht bezahlt. Und das ist ja gut, dass das jetzt so... War aber noch eine Rechnung offen aus dem Vorjahr. Also das waren Zeiten, die waren noch ein bisschen wilder. Zu dem Spiel war ich sogar in Berlin. War hier fast die gesammelte Runde. Ein schönes Erlebnis, ich hatte eine Sitzschale dabei. Nee, das ist ja wichtig mit den Finanzen, da sind wir uns alle einig. Das ist schon ein ganz wichtiger... Ich sag mal, Grundpfand, den man haben muss als Verein. Jetzt hat man die solide Geschichte, auch mit damals mit Michael Kölmel, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Da war ich auch vom Austausch mit jemandem persönlich bei Herrn Kölmel, habe ich das organisiert, weil ich da die Frau Krippendorf gut kannte. Und es ist schön, dass das geklärt wurde, dass man jetzt in ruhigem Fahrwasser ist. Aber das sollte auch nicht zu ruhig weitergehen, sage ich einmal, indem es einen Aufstieg kostet. Ich sage, wir sollten wirklich an den Aufstieg alle glauben und. Und so müsste auch das Ziel sein, so war sicherlich auch die Entscheidung. Weil als ich das gelesen hatte, David, dachte ich mir, na Mensch, sieht doch gut aus, Dynamo schwimmt im Geld. So war die Überschrift. Dieser Drittligist schwimmt im Geld. Da dachte ich mir, okay, müssen wir doch gar nicht aufsteigen. Ist ja so schön in der 3. Liga. Vielleicht schwimmen wir auch weiter in der 3. Liga rum, also wenn es so schön aussieht. Also ich bin ja auch zu Zeiten von Dynamo Dresden groß geworden. Also ich glaube, bei der Pressekonferenz am Anfang gesagt,
im alten Rudolf-Harbig-Stadion, Giraffen, Reinickendorfer Füchse, komplett pleite, kein Geld auf dem Konto. Es ist natürlich erstmal eine schöne Situation, weil sich die Saison anders entwickelt hat, als wir ursprünglich geplant haben. Das liegt vordergründig an Corona-Geldern, die wir bewilligt bekommen haben, noch aus den Jahren 2019, 2020, die jetzt halt ertragswirksam, wie man so schön sagt, gebucht werden können, wodurch wir einen Gewinn erwirtschaften, der erheblich ist und die finanzielle Situation des Vereins zum Glück so darstellt, dass wir, selbst wenn wir scheitern, und ich möchte eigentlich gar nicht zu sehr über das Scheitern sprechen, sondern es geht darum, dass wir Optimismus und Zielstrebigkeit vorleben an der Stelle. Das haben wir versucht heute, habe ich versucht, der Mannschaft auch mitzugeben, dass wir ganz, ganz viele Gründe sicherlich immer wieder finden können, warum wir scheitern. Aber die will ich nicht hören, sondern wir haben uns ein Ziel verschrieben, den hat sich jeder einzelne Spieler verschrieben, den haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben nach dem letzten Spiel, letzte Saison, dass wir hier aufsteigen wollen. Und darauf sollte der Fokus sein. Wir haben nachgewiesen, dass wir die Qualität haben und erst am Ende wird abgerechnet an der Stelle. Plus, ich war 2011 auch in Osnabrück dabei, durfte mitjubeln. Und wir hatten mit Markus zu Beginn seiner Trainertätigkeit, das erste Halbjahr war auch nicht alles eitel Sonnenschein. Ich habe mir damals in Saarbrücken überlegt, Mensch, warum entlassen sie den gar nicht? Und da hat man auch die Treue gehalten. Und jeder kann sich an das Jahr 2023 erinnern. Und dementsprechend, das sind alleine für mich Gründe, wo wir einfach die Überzeugung trotzdem rausziehen, dass der Trainer und insbesondere die Mannschaft die Qualität hat, um die nächsten 6 Spiele erfolgreich zu bewältigen. Jens, jetzt beugst du dich nochmal vor und fragst nochmal den Relegationsexperten Corrie. Ja, da, wirklich, ich bin ganz abgekommen. Ist das so schön? Also wenn wir jetzt, wir müssen ja jetzt... Aufsteigen ist super. Der Aufsteigen ist super. Wenn du in der Relegation aufsteigst, ist es auch super. Du weißt, wovon du redest. Aber wünschst du dir das dann in deinen schlaflosen Nächten? Also so eine Relegation gegen Kaiserslautern, Schalke, Rostock, Magdeburg. Also da wird es ja ganz unruhig im Raum, im Tom-Pauls-Theater. Oh, es ist aber wieder ein Heimspiel, wo wieder Gelder generiert werden. Du kannst gegen wen du spielst, ist trotzdem... Mir in Bischofswerda bewusst geworden. Ne? Aber ganz ehrlich, da werden da erstmal 2 Tage lang über nichts anderes geredet, da wird über den Fußball nicht geredet, sondern über alles andere. Das ist ja das Schlimme. Nochmal, wer dieses Jahr zu Dynamo gekommen ist oder letztes Jahr, wusste, er muss oder sollte mit dem Verein aufsteigen. Das hat er bei seinem Vertragsunterschrift hat er das unterzeichnet. Und ob ich jetzt mit in der Relegation mein Ziel erreiche oder du planst mit der Relegation, schon, ja? Ich plane... Ja, du kommst ja da als Ehrengast quasi, als Relegations-Ehrengast. Ich möchte mich an diesen ganzen Rechenbeispielen, ob der gewinnt oder der gewinnt, will ich mich gar nicht. Es gibt entweder Hopp oder Top. Ich finde, die Zuversicht ist in Ordnung und es ist gut, dass man jetzt den Weg geht. Die werden das auch machen, zweigleisig planen, aber unabhängig davon, die Qualität ist da, das haben alle gesagt. Die Möglichkeit besteht, das auch direkt zu schaffen. Weil ich auch immer noch sage, Ulm und Münster sind halt 2 Aufsteiger, die auch mit Euphorie leben, aber bei denen kann genauso passieren, die verlieren jetzt mal wieder ein Spiel, jetzt Münster verloren. Wie geht's denn jetzt weiter? Seit einer ganzen Saison erzählt er mir, dass Ulm und Münster noch einbrechen, aber die brechen nie ein. Noch 6 Spiele, glaube ich. Genau, es sind noch 6 Spiele. Erstmal müssen wir die eigenen Hausaufgaben machen. Genau. Und ansonsten nochmal zur Relegation zurückzukommen. Es sind Highlight-Spiele. Klar, wenn du die verkackst, war es halt ein negatives Highlight-Spiel. Nö, aber für solche Momente trainierst du ja tagtäglich und dafür bist du ja auch Fußballer geworden. Und wie gesagt, und dieses Spiel in Osnabrück mit dem Aufstieg, das wird mich mein Leben lang begleiten. Da wäre ich ausgegangen. Genau, da wäre ich meinen Enkeln noch davon erzählen können. So, und auch das Jahr drauf ist wieder gut ausgegangen, Relegation. Also müssen wir dann Kaderplatz für mich mit dazu nehmen. Aber halten wir mal fest. Wenn Relegation, dann nehmen wir dich als Co-Kommentator. Das machen wir jetzt schon mal fest. Also, weil du bist der Experte. Das haben wir jetzt schon mal eingedealt. Na, wenn, dann müsst ihr in der Verlängerung bitte reinkommen dann. Ne? Ja. Und es gibt ja Situationen so als Fußballverein, wo du gerne Prämien ausschüttest oder Geld zahlst. Und das trifft gerade bei einer Aufstiegsprämie zu. Lass uns mal wieder zurückfinden, Tino. Vielleicht mal das Thema, Steffen hat es vorhin schon durchklingen lassen, Ralf Becker besprechen. Denn der ist nicht mehr da. Ganz genau, Ronny. Vor 4 Wochen, nach dem Spiel gegen Halle,
haben viele mit einer Entscheidung gerechnet. Die kam dann auch vom Verein. Man hat sich von Ralf Becker getrennt, weil man, ich lese mal vor, es fehlte das Vertrauen, die ambitionierten Vereinsziele kurz- und mittelfristig gemeinsam zu realisieren. Wie hast du das für dich verstanden und aufgenommen? Was bedeutet das? Das kann jetzt auch nur subjektiv sein, wenn du mich so fragst. Deine Meinung, genau. Ich war über die Entscheidung als solches nicht überrascht. Der Zeitpunkt vielleicht, okay, kann man diskutieren, aber warum war ich nicht überrascht? Gut, man bekommt natürlich auch genügend Sachen mit über die Jahre hinter den Kulissen. Man beobachtet Dinge, man führt Gespräche, vieles andere. In den knapp 4 Jahren, fangen wir mal so an, wobei ich glaube, das ist das, was vielleicht am wenigsten reingespielt hat, ist Dynamo Dresden wie weit vom Fleck gekommen? Ich gehe mal deutlich rein, unter Ralf Becker. Wenn wir jetzt die knapp 4 Jahre nehmen, eigentlich steht doch der Verein genau genommen irgendwann an derselben Stelle. So, er hat nach meinem Wahrnehmen immer gesagt, erste Mannschaft, erste Profimannschaft, das ist meins. Und alles drüber hinaus, links und rechts, das ist nicht so mein Thema. So, und nach meiner Wahrnehmung hat es kommunikative Probleme gegeben, schon über einen längeren Zeitraum. Ich denke auch, es gibt schon den einen oder anderen, der vielleicht auch schon nach dem gefühlt hausgemachten Abstieg von 2022 da vielleicht auch schon einen kritischeren Umgang mit der Personalie Becker erwartet hat. Jetzt mal draußen in der Öffentlichkeit oder Fans, da habe ich auch genügend Gespräche geführt. So, und dann haben wir, glaube ich, Dynamo-Themen, die über den Kosmos der ersten Mannschaft drüber hinausgehen. Also brennen für Dynamo, glaube ich, ist dort mit reingefallen in diese Entscheidung, dass das vielleicht doch ein bisschen was anderes ist. Ein Stück weit Identifikation. Ja, naja, alles so richtig. Und ich persönlich habe jetzt auch nicht unbedingt die Wahrnehmung gehabt, dass der Ralf Becker, wie gesagt, ich glaube, der hat das von vornherein so kommuniziert, auch intern, sagen, erste Mannschaft ist mein Ding und alles links und rechts ist nicht meins. Und ich denke, dass das ja auch mit reingespielt hat unterm Strich. Ich würde das auch anders sehen wollen persönlich an so einer exponierten Stelle. Da ist Dynamo Dresden für mich mehr als die erste Mannschaft. Da gibt es viele andere Themen, die da auch bedient werden müssen. Nachwuchs zum Beispiel auch, wie man da vielleicht mal konzeptionell, strategisch auch die Frage beantwortet, warum machen wir das? Und das hat sich für mich dort alles nicht wiedergespiegelt. Ja, und ich denke, aber da kann David vielleicht was dazu sagen. Meine Wahrnehmung, da gab es auch intern schon längere kommunikative Probleme. Und das alles zusammen hat dann irgendwann vielleicht mal zu dieser Entscheidung geführt. Ich will da ganz noch mal kurz einhaken, Steffen, weil der Zeitpunkt ist natürlich so eine Sache. Also sicherlich kann man sich von Ralf Becker trennen, aber ich habe ja irgendwann mal gehört, dass so jetzt die Zeit im Frühjahr ganz, ganz entscheidend ist, um den Kader für die nächste Saison zu planen. Und man muss ja wahrscheinlich auch zweigleisig planen aktuell bei Dynamo Dresden. Jetzt ist Ralf Becker weg. Tut man jetzt noch von seiner Arbeit, von seiner geleisteten Arbeit partizipieren? Hat er nichts gemacht oder ist die Phase im April, im Frühjahr gar nicht so wichtig, wie immer erzählt wird? Ja, natürlich ist die sehr, sehr wichtig. Also zur Entlassung, ich meine, es gibt genügend Punkte, die hier schon teilweise auch erläutert wurden, die halt, ja, es war eine gewisse Zeit, er hat, glaube ich, 2 Trainer rausgesucht, dementsprechend auch festgehalten, jetzt gerade was Markus Anfang anbetrifft. Und aus Vereinssicht, ja, man wollte auch ein Zeichen setzen und ja, ohne da Details zu kennen, finde ich den Schritt eigentlich, wenn man was gemacht hat, in dem Moment eigentlich richtig. Aber so, hätte dann nicht zeitnah ein Nachfolger präsentiert werden müssen? Ja, das ist jetzt eine Sache, die der Verein auch entscheiden muss. Und ich finde es sehr wichtig, gerade im jetzigen Zeitpunkt, weil ich habe es ja schon erwähnt, dass gerade die Unterstützung von Trainern, dass ich dementsprechend auch austauschen kann mit einem absoluten Fachmann, dass immer weitergeht, natürlich perspektivisch, mittelfristig, möglichst langfristig dort ein Sportdirektor da sein sollte, der auch ja, strategisch dort einwirkt, der, da gebe ich recht, natürlich viele andere Punkte auch sich kümmern muss, vor allem eben auch Nachwuchs. Das hat sich auch Dynamo auf die Fahnen geschrieben, ne? Hat auch immer viel Geld für Nachwuchs, gibt viel Geld aus.
letztes Jahr sind wir, waren sich ja alle einig, Union Bundesliga, einen zweiten Platz, punktgleich mit Hertha BSC. Das war schon in den letzten Jahren ein Top-Jahrgang. Bis jetzt haben wir noch keinen richtig durchgebracht, sage ich mal, von dem Jahrgang. Ja, das ist immer auch so eine Sache, ich sag mal, ich habe es immer gesagt, selber in der ersten Liga da einen jungen Mann reinzubringen, ist umso schwieriger, weil auf dem Level, zweite Liga ist auch schwieriger, dritte Liga, aber wenn man in der dritten Liga nicht dort mal einen Spieler durchbringt, ne, mit einem gewissen Niveau, wo man auch das selbst einschätzt und die auch schon im Fokus bei anderen Vereinen mal waren. Aber das ist im Fußball immer schwer und die brauchen auch totales Vertrauen und auch Minuten, sage ich mal, zum Spielen und nicht bloß mal 20 Minuten oder wie auch immer. Man muss dort Vertrauen schenken und nur so geht das. Und es gibt ja genügend Beispiele, die dann am Ende durchgekommen sind, die dann Erfolg hatten, umgedreht. Ja, es geht natürlich auch in die andere Richtung, wo man sich dann, das wäre wahrscheinlich ein abendfüllendes Programm, mal auch Gedanken machen muss, warum bei Dynamo viele nicht durchgekommen sind und in anderen Vereinen groß rausgekommen sind. Das ist einfach mal ein Thema. Ich meine, aktuell natürlich ein ganz großes Beispiel ist natürlich Andrich, ne, er spielt jetzt Nationalmannschaft. Gut, er war jünger und da gibt es ja auch andere Faktoren, die wieder eine Rolle gespielt haben, aber es ist in der Tat so. Und da denke ich, ist dieser Punkt Vertrauen. Da müssen natürlich alle dran arbeiten. Auch mal, dass er einen Fehler machen kann, der Spieler, ist ganz, ganz wichtig. Aber ich denke, die Fans, die würden das dann auch verzeihen. Und wir sollten dann, oder man kann auch sagen, man macht den Nachwuchs, kann man das Geld sparen. Aber das ist ja nicht nur bei Dynamo, muss man sagen. Das ist ja insgesamt in Deutschland momentan das Problem, dass wenn man auch mal Bundesliga schaut, wie viele ausländische Spieler, wir wollen da keine Unterschiede machen. Aber es ist doch immer schön, wenn einer aus Dresden kommt oder Umgebung, das war ja immer der Wunsch auch, wo früher ganz viele waren, das ist natürlich eine andere Zeit, aber dass mal einer durchkommt und wenn er ein paar Eigenschaften mitbringt, die auch positiv sind, sage ich mal, und charakterlich in Ordnung ist, oder ja, dann sollte man einfach das Vertrauen mehr schenken. Letztendlich muss der Trainer aufstellen, da hält den Kopf dafür hin, deswegen ist er verantwortlich, aber ich denke, dort kann man auch viel kommunikativ, auch das ist wieder Thema Sportdirektor, mit dem Trainer austauschen, mit zusprechen, Mensch, wie kann man das gestalten und machen? Ja, also da Thema war Sportdirektor nochmal. Ich bin ein bisschen ausgeschweift jetzt. Aber es ist so, daran merkt man mal, also ich finde das, weil ich es selbst begleitet habe, wie wichtig eigentlich ein Sportdirektor ist. Also das ist für einen Verein ganz, ganz wichtig. Und natürlich, jetzt geht es auch schon los, das stimmt, auch wenn man momentan noch nicht weiß, wo man spielt. Ich gehe davon zweite Liga aus, muss man dementsprechend auch schon eine Planung vorantreiben, Gespräche führen, das ist ja so vielfältig, das kann ich dir einzeln gar nicht vorstellen, aber ist ja nicht so, dass man Spieler anruft, wie sieht es aus, machen einen Vertrag, du kriegst ein gutes Gehalt und nee, du musst hinfahren, musst Gespräche führen, musst überzeugen, persönliches Gespräch, der Spieler will natürlich auch nur mit dem Cheftrainer oder eben mit den Geschäftsführern sprechen, nicht mit irgendjemand anders, sondern die wollen eine gewisse Wertachtung haben. Ne? Und mach mal nach, Tino. Ja, genau. Ja, David, wer macht das bei euch jetzt? Bist du derjenige, der zu den Spielern fährt und die versucht zu überzeugen? Oder es hieß ja damals in der Pressemitteilung, die Aufgaben von Ralf Becker werden sich erstmal zeitnah werden aufgeteilt unter dir, deinem Geschäftsführerkollegen Stefan Zimmermann und Ulf Kirsten. Ist der Ulf derjenige, der jetzt da unterwegs ist und bei anderen Spielern vorspricht? Wie läuft das jetzt gerade ab? Heute wurde ja der erste Neuzugang für die neue Saison, ligenunabhängig, bekannt gegeben. Vielleicht kann man es an dem Transfer genau. Ja auch mal deutlich machen, wie das abgelaufen ist. Ja, wir haben ihn angerufen, haben ihm Geld geboten, er ist zu uns gekommen. Nicht lange. Also ich verstehe die Diskussion zum Thema Sportdirektor, Geschäftsführer Sport. Dazu wird sich der Verein zu gegebener Zeit äußern, wie man da zukünftig mit umgeht. Wir haben grundsätzlich gemeinsam entschieden, nachdem Ralf freigestellt wurde, dass wir die Aufgaben in der Tat auffangen, interimsmäßig, sei es durch die zwei Geschäftsführer, durch Ulf, der dort mit unterstützt, das Trainerteam, beziehungsweise auch unser Leiter Scout, Kaderplaner Paul Wagner. Ich kann nur so viel sagen. Wir sind, und ja, die Aufgaben für den sportlichen Bereich sind vielfältig. Wir sind mit allen Spielern, Spielerberatern, die aktuell im Kader bei uns sind, im Gespräch, im Austausch. Das war unsere oberste Prämisse zu Beginn, erstmal mit jedem. Heißt, ihr verteilt das auf mehrere Schultern? Genau.
weil jeder passt ja so unterschiedlich auf den anderen, da ja immer wieder mal ein neues Gesicht ist, was Gutes. Bad Cop, Good Cop bekanntlich. Was bist du? Naja, ich versuche der Gute zu sein. und auch wenn wir jetzt, der Stefan und ich, keine Bundesligaspiele hatten, keine Trophäen gewonnen haben, sind wir schon ein paar Jahre jetzt auch in dem Bereich unterwegs. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, auch schon dieses sportliche Thema mit begleitet zu haben in meiner Zeit in Offenbach. Und gleichwohl ist es natürlich entscheidend, dass du mit allen Beteiligten, sei es mit den bestehenden Jungs, ganz klar und offen sprichst, sei es Perspektive. Das ist natürlich immer abhängig von der Liga, so offen sind wir auch. Wir haben mit gewissen Spielern bei uns im Kader gesprochen, die wir gerne halten wollen. Aber auch da kommen immer wieder unterschiedliche Interessen zusammen. Also nur weil Dynamo will, sagt nicht gleich jeder, ja, mache ich, sondern hat natürlich dann auch eigene Karrierepläne. Und dementsprechend, und das, was sicherlich viele erstmal gedacht haben, was passiert jetzt im sportlichen Bereich, kann ich nur mitgeben, der Bereich ist besetzt, ist belegt, arbeiten wir jeden Tag auch mit ab, verteilen die Dinge, damit dort kein Vakuum entsteht, weil das sind wir den Spielern, den Mitarbeitern in dem Bereich auch einfach schuldig. Haben dort auch eine gewisse Expertise, auch den Austausch mit Ulf, der ein paar Bundesligaspiele, glaube ich, gemacht hat, ein bisschen Nationalmannschaft auch gekickt hat, wo wir einfach sagen, wir haben dort die Kompetenz und planen auch zweigleisig die zweite Bundesliga und auch die dritte Liga. Es soll auf jeden Fall ein neuer Sportgeschäftsführer kommen, oder, also am Geld mangelt es jetzt nicht, haben wir ja schon festgestellt, aber man könnte ja auf die Idee kommen, das Trio Zimmermann, Fischer, Kirsten funktioniert, wir brauchen diesen Mann, diesen Sportgeschäftsführer gar nicht, wir stellen meinetwegen einen Nachwuchsleiter ein, Steffen hat ja recht, das ist ein wichtiges Thema, oder wird es einen dritten Geschäftsführer wieder geben? Naja, die Motivation jetzt ist natürlich schon, dass es eine Nachfolgeregelung geben wird. Ohne dass wir jetzt jammern wollen, es wäre schön, wenn die Woche dann nicht nur 70 oder nicht 70 Stunden, nur noch 55 hat dann an der Stelle. Aber wir sind bewusst niemand, der jammert. Ich glaube, wir haben, weil das Thema kam mit Nachwuchs, mit Marco Hartmann im letzten Jahr jemanden wieder für uns gewinnen können, mit dem wir ganz klar kommuniziert haben, wofür Dynamo Dresden zukünftig wieder stehen soll. Und wir haben es bei uns im Leitbild stehen, wir sind ein Ausbildungsverein. Das trifft natürlich für den sportlichen Bereich zu, das trifft auch für das Thema kaufmännischer Bereich, Trainer zu. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser werden. Wir wollen junge Menschen heranführen, dass sie bestmöglich dann auch mal im großen Rund spielen. Deswegen gibt es den klaren Gedanken, auch ab 25, 26 eine zweite Mannschaft wieder zu integrieren. Das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, sondern das muss erst durch die Gremien des Verbandes, und die Mühlen mahlen ja manchmal etwas langsamer, plus dass dann natürlich eine gewisse Aufbauarbeit auch von Nöten ist an der Stelle. Aber das ist die klare Zielsetzung, die wir innerhalb unseres Vereins auch einfach leben wollen, mit Leben füllen wollen, damit wir immer wieder auch sagen können, da spielen Jungs von uns unten auf dem grünen Rasen. Und davon haben wir mit Stefan und Haupe zwei, die natürlich schon sehr prägend sind, aber wir wollen dort weitere Leute nachziehen. Wir haben aus diesem 2-4er-Jahrgang natürlich doch recht viel unter Vertrag genommen mit Ömi, dann Toni Menzel zuletzt, dazu Paul Lehmann, der ja gerade einfach auch Spielpraxis sammelt, weil das ist nun mal das Entscheidende in jungen Jahren. Ich muss Minuten in die Beine kriegen. Der macht das gut in Erfurt, das tut ihm auch gut und wird dann auch wieder zurückkehren im Sommer. Und das ist ja das Entscheidende, das Thema Ausbildungsverein. Und ja, wir geben ganz, ganz viel Geld aus. Und das soll ja Früchte tragen an der Stelle. Und das soll nicht nur stetig Früchte darin tragen, dass irgendwie U16, U17 Spieler bei uns abgeworben werden von irgendwelchen Bundesligisten, die sehr viel Geld dafür zahlen. Das ist auch schön, aber noch schöner ist, wenn wir jemanden durchbringen, der dann halt vor 30.000 Leuten im Rudolf-Harbig-Stadion in der 119. Minute der Relegation das entscheidende Sieg durchschießt. Eine Nachfrage noch zum neuen Sportgeschäftsführer. Inwieweit soll oder muss der aus deiner Sicht zum Trainer passen? Wie gut müssen die sich verstehen? Die Frage ist falsch gestellt. Wie gut passt er zu Dynamo Dresden? Also wir stellen ja nicht ein nach Personen, wen man mag oder nicht mag. Es geht unterm Strich immer um Dynamo Dresden. Und der oder diejenige musst du da mit Dresden passen. Aber die sollten schon miteinander können. Naja, das wäre von Vorteil. Ne? Wir wollen ja eine fruchtbare Zusammenarbeit an der Stelle.
Aber zuallererst muss der oder diejenige zu Dynamo Dresden passen. Ich will, weil wir das Thema Finanzen hatten, da auch nochmal kurz nachfragen. Du hast gerade schon gesagt, zweite Mannschaft, Nachwuchs, Themen, die auch wieder, immer wieder besprochen sind. Die speziell natürlich, wir gehen vom Positiven aus, klar, wir sind heute auch weiterhin positiv gestimmt. Wir hoffen weiterhin auf den Aufstieg, zweite Liga, auf das Erreichen des Zweijahresplans. Wenn das nicht klappen sollte, wir haben die finanzielle Situation besprochen, die ist nicht ganz schlecht für Dynamo Dresden, dann gibt es zum einen die Möglichkeit, auch nächstes Jahr mit einem konkurrenzfähigen Drittligakader zu planen und zum anderen die Themen E-Sports und Frauenfußballteam werden dann auch nicht ad acta geworfen. Vielleicht ist mal ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir heute auch gegenüber der Mannschaft und auch nochmal unseren Mitarbeitern transportiert haben, weil das so wie ein Damoklesschwert irgendwie über uns hing, dass irgendwie ein Grundtenor war, wenn wir es in den zwei Jahren nicht schaffen, dass dann hier alles zusammenbricht. Also das kann ich erstmal ganz klar verneinen. Zum einen geht es wirtschaftlich Dynamo Dresden wirklich sehr gut durch diese Saison auch. Das mag makaber klingen, aber selbst wenn uns der Aufstieg nicht gelingen würde, stehen wir finanziell fast noch besser da als nach dem Abstieg vor zwei Jahren. Was uns dann wiederum in die Situation versetzt, dass wir natürlich dann auch in der kommenden Saison erneut angreifen wollen. Wir haben für uns ganz klar bei Dynamo Dresden ja immer gesagt, dass wir ambitioniert sein wollen und das wollen wir dann auch im nächsten Jahr, wenn es in der dritten Liga wieder zugegen sein sollte, wollen wir dort angreifen und erneut aufsteigen und das mit der Struktur, wie wir sie aktuell haben, sei es auf und neben dem Platz. Also mit E-Sport und Frauenabteilung. Jawohl, da laufen ja schon die Sichtungsturniere beim E-Fußball, das ist das eine. Die Abteilung trägt sich alleine, mal losgelöst auch von der Spielklasse. Und bei den Frauen wird die Mannschaft dann auch gemeldet. Haben wir gerade das Trainerteam gesucht, was ja medial auch so ein bisschen, naja. Und noch unsere Witze gemacht mit Markus Anfang. Das waren noch Zeiten. Etwas putzig rüberkam. Nee, ist die klare Zielsetzung. Setzen wir auch um. Also wir wollen ja nicht nur leere Worte da irgendwie verlieren, sondern die Dinge sind angelaufen und ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Monaten doch einiges schon nach vorne getrieben haben, auch die Vielfältigkeit bei Dynamo Dresden nochmal breiter aufgestellt haben, immer unter dem Kontext Fußball. Also wir sind jetzt keine Schachspieler, sondern wir sind Fußballer. Und das tut dem Verein gut, die unterschiedlichsten Facetten. Und wenn man einfach mal betrachtet, wir hatten es vorhin mal, das Stadion ist voll, wir haben fast einen Schnitt von 29.000 Zuschauern in der dritten Liga, ist einfach nur ehrlicherweise geil, trotz dessen, dass wir jetzt zuletzt nicht ganz so gut performt haben. Wir haben über 28.000 Mitglieder mittlerweile. Da kann man einfach nur Danke sagen an die Anhängerschaft, zum einen für das Vertrauen, für die Hartnäckigkeit an der Stelle. Diese Unterstützung ist keine Selbstverständlichkeit. Und dass wir überhaupt in dieser wirtschaftlichen Situation sind, rührt ja nicht nur aus diesem Jahr oder aus den letzten 3-4 Jahren, sondern das haben wir unseren Mitgliedern zu verdanken. Wir hatten vorhin mal das Thema Kölmel. Also die Mitglieder haben uns in die Situation gebracht, dass wir wirtschaften konnten, plus natürlich dann gewisse Ablösethemen etc. über die letzten 10 Jahre hinweg. Und das sollte man nie vergessen bei dem Tun und Handeln. Und wenn es halt heißt, wir schwimmen im Geld, dann sollte man sich gewiss sein, dass wir da sehr sorgsam damit umgehen. Weil ich habe letztens schon ein Gespräch mit einem Berater geführt, der sagt, naja, ihr bei Dynamo zahlt ja sowieso mehr. Das Angebot für seinen Spieler sieht dementsprechend aus. Gut. Steffen, wir wollen heute auch noch ein bisschen zurückblicken. Müssen wir ein bisschen auf die Zeit auch gucken, weil ich hoffe ja immer noch, dass Frau Behnert kommt. Und Frau Behnert, die muss ja dann auch pünktlich ins Bett, alte Frau. Also von daher, lass uns ganz kurz oder noch ein bisschen über Aufstieg 2004 sprechen. Das erste Mal seid ihr damals in die zweite Liga aufgestiegen. Es war so ein bisschen die Wiedergeburt nach tristen Jahren von Dynamo Dresden. Ich hatte es gesagt, 2002 zunächst in die damalige dritte Liga, in die Regionalliga, dann der Aufstieg 2004. Das war, ich würde mal sagen, die Geburtsstunde, das, was jetzt entstanden ist, auch mit dem Stadion. Da wart ihr so ein bisschen die Urväter. Beschreib mal, was war das für ein Team, mit dem du damals als Kapitän aufgestiegen bist? Ja, 2002 kann ich mich daran erinnern, wenn wir nicht aufgestiegen wären, da lag, glaube ich, schon alles bereit, um zum Insolvenzverwalter zu gehen. Also mehr oder weniger mit dem Aufstieg von der Mannschaft haben wir eigentlich den Namen SG Dynamo Dresden gerettet, sage ich einfach mal. Sonst wäre ja dann sicherlich ein anderer Name entstanden. Und so, und wir sind aufgestiegen. Ich weiß, wir hatten 14 Spieler. 14, das kann sich gar keiner vorstellen.
war es einfach, einen engen Kreis zu bilden. Also einen engen Kreis zu bilden war einfach. Deswegen habt ihr auch immer so wenig trainiert, dann, ne? Du warst ja schon ein bisschen... Ich bin 2000 mit Cottbus in der ersten Bundesliga aufgestiegen, dann 2-1, dann kam Christoph Franke, ich hatte in Cottbus noch einen Dreijahresvertrag, eigentlich einen Anschlussvertrag. Und aber Dynamo war dann für mich Christoph Franke natürlich mein Jugendtrainer in Chemnitz, und er hat gesagt, was willst du nochmal? Ich war dann 34 mittlerweile, ist ja Wahnsinn. Bis du irgendwann, ich weiß, Zimmi, leider nicht mehr unter uns, hat noch gesagt, also was machst du, Steffen, hier? Also wenn ihr das hier irgendwie schafft, ich ziehe ewig für dich einen Hut, vor dir einen Hut. Ne? Also wir haben es geschafft zum Glück. Also wir hatten aber Bedingungen, ich weiß, das alte Stadion, jeder kennt es noch, wir haben uns in einem Kabinentrakt umgezogen, da waren die Spinnweben überall, und das ist also unvorstellbar gewesen. Ne? Aber Christoph Franke hat mit seiner Art, seiner menschlichen Art, unglaublich bei der Mannschaft angekommen. Wir hatten einen engen Kreis, hat auch Vorteile, ein kleiner Kreis. Wir hatten vielleicht 5-6 Spieler, die höherklassig gespielt haben, und dann viele, die einfach von Dynamo aus dem Nachwuchs mit aufgefüllt, mehr oder weniger. Ja, und die haben sich in diesem Kreis auch mitentwickelt. Und ja, wir haben eben nach Hauptbelastung eine kleine Geschichte, wurde die Sauna angeschmissen, ist klar, ist ja Wiederherstellung und Massagen. Und Christoph hat gesagt, komm, wir wollen, dass der Zusammenhalt weiter ist. Dann hat er dann Würstchen mitgebracht, wir haben Wiener Würstchen dann über einem Saunaofen, Brötchen dazu. Ja, einfach dieses... Hätte, komm, hör auf, Mensch, sowas. Hallo, Frau. Ihr Lieben! Ich bin hierher bestellt worden. Ja, ich bin hierher bestellt worden. Tut mir wirklich leid, ich muss so ins Nest. Es ist 9:30 langsam. Ne? 90 Minuten wurde gesagt, ich muss mir das ganze Gequatsche schon seit 10 Minuten angehen. Mir kommen zu nichts, die schwelgen in uralten Zeiten. Ja. Dynamo wollen Sie ist sich erst mal setzen, Frau Behnert? Ja. Wollen Sie sich? Wo setzen? Auf dem Top natürlich, ihr seid wohl verrückt. Nein. Das mache ich nicht. Wollen Sie sich, vielleicht wollen Sie sich hier hinsetzen? Nee, ich will aufs Sofa. Brauchen Sie Korn? Sie können Ihren alten Top hier wegräumen, sage ich Ihnen gleich. Ich würde aufs Sessel du bitte hier mal. Junger Mann. Oh, danke. Guten Abend erstmal, liebe Fans. Oh, sehr schön. Herrlich! Oh. So, habe ich die Gesellschaft gesprengt? Nein, ja, überhaupt nicht. Das wollte ich. Wir reden ich gerade vom Aufstieg 2004. Oh, das lange her. Ja, das ist da lange. Erinnert sich ja kaum einer. Die waren noch gar nicht geboren, die Kleine hier vorne. Nee. 2004, ich erinnere mich an 53 und so weiter. Wir haben auch mal gegen Bayern München gespielt, ja, falls Sie sich da natürlich erinnern. 1930. Aber dann, ja, und was haben wir, und dann sollte ich ja mal Dynamo-Präsidentin werden. Als der Otto sein in den Knast ging. Ja. Was wir durch haben mit dieser Mannschaft, ich werde wahnsinnig. Aber schlechter wären Sie nicht gewesen als der Otto. Nicht, ja, das stimmt, aber da war ich ja schon zu alt. Ich war zu alt, da habe ich mich zurückgehalten. Aber wir wollen nicht über die alten Zeiten sprechen, sondern über die Probleme. Haben Sie mitbekommen von den Problemen? Na klar. Ich war nicht im Stadion, muss ich sagen, weil ich doch bei Magentinia, wie heißt es, Magentinia TV, ja, aha, das ist wahrscheinlich irgendwie südamerikanischer Schwarzfernseher. Und habe ich mir das Spiel Dynamo gegen Saarbrücken, Erichs letzte Wache, Sie wissen. Ja, na klar, der kam ja aus Saarbrücken oder was, natürlich. Furchtbar, naja. Dachdecker, Saarbrücken, Viertel vor, die ganze Ecke. Na, der Mann hat lange Zeit. So, jedenfalls. Na, bitte. Ich habe mir das Spiel bei Magentinia geguckt, weil manchmal nehmen sie mich mit ins Stadion, aber da sehe ich ja die Wiederholungen nicht. Ich will ja das Tor sehen. Dazu sind sie im Habichtstadion gar nicht in der Lage, das noch einmal zu machen. Die sind ja froh, wenn der drin ist. Ach, sie haben ja hier einen Chef, den können Sie gleich drauf ansprechen. Ja gut, aber egal. Ich habe zu Hause geguckt und hab mir das mal angeguckt. Also die Analyse dieses Spiels ist ja folgende. Für meine Begriffe, passen Sie auf. Das sind ganz normale Situationen gewesen, wo ich mich frage, dort vor dem Tor, ich habe mich da immer wieder angeguckt und wiederholt, Standardsituationen, wo ich sage, immer dasselbe, wo ich mich frage, was üben die den ganzen Tag? Ja? Sie kriegen den Ball nicht rein.
und immer ähnlich. Und deshalb sage ich euch nur eins. Wir müssen die Taktik ändern. Okay. Denn, was hat der Herbert immer zu mir gesagt? Gott habe ihn selig. Der wichtigste Mann auf dem Platz ist der Libero. Wo ist der Libero? Sie feigst. Herr Unschuld, ja. Sie feigst. Ja. Schön. Wir haben in Dresden die Viererkette erfunden. Davon will auch keiner mal was wissen. Ne? Sondern, passen Sie auf, die gucken doch auch diese gegnerischen Mannschaften, die uns so in den Sack hauen wollen, die gucken immer wieder diese Spielform und sehen wie beim Zaubertrick, wie spielen die. Das heißt, wir müssen ganz anders agieren als Mannschaft, vor allen Dingen, wenn der Trainer immer dieselben Aufstellungen macht, weiß der Gegner nach 3 Wiederholungen, wo geht der Ball hin? Das weiß genau, pass auf, der kommt wieder dort, der macht der Bäbbel. Ja, Bäbbeln ist das. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Das ist doch das Schlimme. Verstehen Sie? Und dann kommt noch was. Und das ist mein letztes Wort, falls ich hier weg muss. Ich habe mir von Dienstag, der 9. April, habe ich mir das Zentralorgan des Elbtals geholt. Ja? So. Das heißt, die Sächsische Zeitung. Pass auf. Der Trainer, ein schönes Bild von dem Ursprung. Was gehört hat, da heißt das ja, der Ursprung, oder was? Ja, genau. Also, der Ursprung ist an allem schuld, das ist sowieso klar. Und jetzt fragen die den Torhüter Kevin Broll. Der Name ist Bock. Ah, nein. Ist ja ein feiner Mann, der hat es ja versucht. Und jetzt, pass auf, am Ende siegte der, es ging um den Aktionismus, wo die damals den Sportdirektor entlassen haben. Ich zitiere, wir haben die Entlassung von Ralf Becker, Sportchef, hingenommen. Am Ende war der aber nicht schuld, genau wie der Trainer, und jetzt nicht schuld ist, dass wir die Tore nicht treffen. Jetzt kommt's. Eins ist dem Keeper beim Blick zurück noch aufgefallen. Jetzt zitiere ich wörtlich den Keeper, Broll. Wir hatten damals im Vergleich zu heute nicht die bessere Truppe, aber so eine Scheißegal-Mentalität entwickelt. Scheißegal-Mentalität soll hier in irgendeinem Vorteil sein. Ich sage Ihnen eins. Unser Trainer, ja, Sie wissen, der Große, wo der die Stähle gibt. Ach, der Walter Fritsch. Walter Fritsch. Der sagte, Wille, Ehrgeiz, Demut ist das Allerwichtigste. Und das fehlt mir momentan auf der ganzen Linie. Und das hat mich sehr enttäuscht. Und auch die Trainingsmethoden und so weiter, der scheue ich die nicht mehr wieder, Walter Fritsch, hier durch die Heide, wo die ihre Knochen dann aufsammeln müssen. Aber und es so ist ja... Na, nein, das aber ist... Aber es sind ja 50 Jahre her. 50 Jahre, ja. Was soll das heißen, Mensch? Ich bin schon weit über die 50. Nein, aber was momentan passiert, das gefällt mir nicht. Und der Baum gefällt uns auch nicht. Ja. Genau. Aber ich kann es ja auch nicht ändern. Aber ich würde mal sagen, wo ist der Libero? Hast du was dran, oder? Was wir dran? Werden morgen den Trainer fragen, ob er auf den Libero wieder zurückgreift. Ja, den Ursprung wollen Sie fragen. Ja, das ist... Anfang. Der Unschuld fragt den Ursprung. Ja, sowas, genau. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Glauben Sie denn noch an den Aufstieg, Frau Behnert? Oh, ich bin doch nicht der Krake, der hier alles voraussagt. Oder die Krakin. Gibt's sowas? Nee, also mittlerweile. Nein, ich weiß es. Krakende. Krakinnen, ja. Krakinnen. Nein. Also, ich sehe das mit der Mannschaft nicht. Muss ich wirklich sagen, ich würde es gerne sehen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und so weiter. Aber ich sage ja immer wieder, das habe ich jetzt in dem Balz gesagt, es ist eben das Los dieser Paternoster-Mannschaft. Ja? Ich habe das alles ganz hoch in der Intellekt, also volkstümlich habe ich das aufgehört.
Hier in meinem Dynamo-Lexikon gibt es übrigens heute, an der letzten Ausgabe, heute für 5 Euro, wenn ihr wollt, unterschreibe ich das. Und da sind die ganzen Geschichten drin, wo man einfach sagen muss, auf und ab und auf und ab und ab und auf. So ist Dynamo Dresden, das tut mir leid. Ja. Aber vielleicht geht es jetzt am Ende der Saison trotzdem noch auf. Am Freitag wird der Verein 71. Ach, ich war da dabei damals. Ja, natürlich, sie waren in der... In der Schauburg mit dem Herbert. Oh. Was VEB Schnittlauch nannten wir uns am Anfang, ja. Walter Mielke war dabei, ja. Natürlich, liebe alle, hat er damals noch nicht gesagt. Aber mit der roten Fahne sind die dort, nein. In der Schauburg, das dürfen wir auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Ne? Ja. Es ist nicht alles vergessen. Ist Eierlikör oder Melange ja. Am Freitag? Und zwar, wir wollen heute die Versöhnung, Leute. Die sind alle ganz still geworden, mit Recht, verstehe ich auch. Achtung. Es gibt jetzt Eierlikör. Sie jetzt gibt es Eierlikör. Ah, oh, das ist so schön. Zur Versöhnung gibt es Eierlikör von der Ilse selber gemacht. Sehr gut. Und was sagen Sie denn zu meinem Outfit? Ja, aber, haben Sie das gesehen? Schwarz-Gelb. Ja, das ist Schwarz-Gelb. Ja, irgendwann in Gold. Ja, irgendwann in Gold. Darf ich den jungen Herrn Koch noch kurz fragen, denn der kämpft ja auch um einen Aufstieg mit Bischofswerda. Waren Sie mal in Bischofswerda? Nein, da kriegt man mich nicht hin. Okay. Naja, das ist. Nein, das hat aber. Das hat damit zu tun. Wissen Sie, wie Bischofswerda entstanden ist? Ach, Sie werden es mir erklären. Ja, ein kleines sächsisches Ländlein hatte ein Dorf, das hatte noch keinen Namen und die haben es geärgert. 30 Kilometer vor Dresden, wir haben keinen Namen und so weiter. Und der Bürgermeister damals von diesem kleinen Ort, wo Sie spielen hier, ja, hat gesagt: Pass mal, wir müssen einen Namen finden. Alle haben einen Namen, nur mir nicht. Passen Sie auf zur Sekretärin, rufen Sie irgendeine Nummer blind an, ne? Und wenn Sie sich dann melden, so nennen wir jetzt die Stadt. Die Sekretärin, den Hörer abgenommen, blind, das ist die Wählscheibe, das gab es früher noch. Ja. Und jetzt, Büro des Bischofs, wer da? Und so ist Bischofswerda entstanden. Ne? Nicht klar? So. Okay, hier kannst du noch was lernen. Nicht klar, kannst du was lernen. Hier kann ich was lernen. Da kannst du nächsten Freitag beim Derby erzählen, wie ihr entstanden seid, euer Name. Und Dienstag wissen die aus dem Schacht dann auch, wie euer Name entstanden seid. Was ist wichtiger? Boah. Was ist wichtiger? Pokal ist es ja erstmal so, dass wir nur das Halbfinale haben. Wie gesagt, der Traum oder das Ziel ist ja, im Finale gegen Dynamo zu spielen. Da müssen die ja ihre Hausaufgaben auch erstmal machen. Sind die in der Regionalliga oder wo sind die? Nee, Oberliga. Oberliga? Noch. Ja, ja. Oh, da kommen ja auch bei denen wieder. Ja. Also mal jetzt nicht ganz schwarz. Ja, aber Mensch, Leute. Und von daher, ja. Jetzt am Freitag das Derby. Wir sind jetzt seit 32 Spielen saisonübergreifend ungeschlagen, also fast ein Jahr lang. Das Leverkusen des Ostens, wie so alle sagen, zu uns. Die Bischofswerda kennen. Und genau deswegen wollen wir das Derby gewinnen und dann am Dienstag Aue schlagen. Ah, das Leverkusen des Ostens. So wirtschaftlich stark. Ja. Richtig. Ja. Was haben die da mit der Skibock-Karre? Wer stellen die her? Zum Skibock-Rennen können Sie gerne mal im Sommer vorbeikommen. Da könnt ihr mich fahren. So, jedenfalls. Also. Erlikör. So, jetzt gebe ich habe leider nur 5. Nur 5? Na, aber Sie müssen mit anstoßen. Dann ich trinke aus der Bulle. So, mein Gott. Geben Sie weiter. Ja, ah, hier ist noch einer. Genau. Hier ist noch einer. So, genau. Oh, Bernd. So, pass auf, wir machen. Machen Sie das häufiger so aus der Flasche einfach so? Denn? Nein, das mache ich nie. Nur bei Dynamo, weil das ist eine proletarische Marke. Okay. Ah, hier ist noch einer. Pass auf. Bernd, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Richtig. Wir bedanken uns für einen doch am Ende versöhnlich optimistischen Abend. Ah, nicht klar. Hier, Michael. Das war Schwarz-Gelb live. Heute aus dem Tom-Pauls-Theater in Pirna.
Der Saisonendsport ist sozusagen eingeläutet. Ich bin jetzt wieder optimistisch. Jens ist wieder optimistisch. Richtig. Danke, dass Sie hier gewesen sind, dass ihr hier gewesen seid. Danke allen unseren Helfern und natürlich auch unserem Exklusivpartner Radeberger, auch wenn wir jetzt mit Eierlikör anstoßen. Jetzt Frau Behnert. Ah. Dankeschön, ihr Lieben! Perfekt. Wir müssen noch ein Bild machen. Ja, machen wir, gell? Alle, tschüss! Dankeschön, ihr Lieben! Mach ein Foto, ja. Dynamo! Fußball auf hohem Niveau. Oh, ihr macht mich glücklich, ja. Zwitschern dann noch ein, genau. Hier, hängle dich ein. Hängle dich ein, so. Dankeschön. Tschüssi. Macht's gut.